Liebe Unternehmerinnen, sehr geehrte Damen, ich begrüße auch die Herren, weil ich glaube, heute sind mehr dabei als normalerweise bei Veranstaltungen von Frau in der Wirtschaft. Ganz besonders herzlich begrüßen darf ich Sie auch im Namen von Martha Schulz, Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Österreich und Bundesvorsitzende von Frau in der Wirtschaft. Mein Name ist Bernadette Havel, ich bin Bundesgeschäftsführerin von Frau in der Wirtschaft in der Wirtschaftskammer Österreich und darf Sie durch den heutigen Nachmittag begleiten. Eigentlich wollten wir Sie genau jetzt, in diesen Minuten, in Dornbirn beim 6. Unternehmerinnenkongress sehr herzlich begrüßen. Wir haben den Kongress um ein Jahr verschoben. Am 22. und 23. April wird der Unternehmerinnenkongress in Dornbirn stattfinden und wir freuen uns schon jetzt, Sie dort herzlich zu begrüßen. Wir wollen Ihnen aber auch heute etwas bieten und Sie in Ihrem Business unterstützen. Wir von Frau in der Wirtschaft wollen Sie in dieser schwierigen Zeit begleiten und auf Ihrem Weg dabei sein. Ein spannendes Programm erwartet uns die nächsten 2 Stunden. Dani Terbo und Nina Mohimi, 2 absolute Expertinnen des Social Webs, zeigen Ihnen, wie digitales Netzwerken funktioniert. Und Silvia Agaschantl, mediales Multitalent, verrät Ihnen, wie Gebrauchsanweisung Kunde, Verkauf mit Wow-Effekt funktioniert. Sie können uns jederzeit Ihre Fragen über die Fragenfunktion stellen. Nur wir sehen Ihre Fragen und ich werde sie jeweils am Ende des Vortrags an die Vortragenden gerne stellen. In diesem Sinne lehnen Sie sich zurück und bitte nehmen Sie das Maximum aus diesem Nachmittag mit. Dani Terbo und Nina Mohimi sind ein unschlagbares Duo und 2 kreative Beraterinnen mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in den Bereichen digitales Branding, CRM, Social Web und Innovations- und Strategieentwicklung. Die beiden Kommunikatorinnen schöpfen aus ihrem reichen persönlichen und beruflichen Netzwerk und spannen den Bogen von Quick Wins bis zu groß angelegten digitalen Netzwerkprodukten. Liebe Dani, liebe Nina, die Bühne ist eure. Hallo, wir freuen uns sehr, dass wir heute da sind, also eigentlich daheim sind, aber virtuell da sind, mit ganz vielen Zuschauerinnen und Zuschauern hoffentlich. Wir werden uns kurz vorstellen. Die Dani und ich, wir kennen uns seit 1999, also schon eine Zeit. Wir haben uns auch kennengelernt über Online-Netzwerke in Wahrheit wieder kennengelernt, weil wir haben zwar gemeinsam bei Max Mobil gearbeitet, haben aber dazwischen keinen Kontakt gehabt und haben uns dann über gemeinsame Freunde auf Facebook kennengelernt. Und seit circa 10 Jahren sind wir beide selbstständig in der Beratung tätig und seit circa 2012 circa haben wir angefangen, gemeinsam zu arbeiten und die Culinary Society gegründet. Wir haben ganz unterschiedliche Kundenprojekte gehabt, also jetzt mit einem Schwerpunkt auf Kulinarik, aber nicht ausschließlich. Was uns aber immer begleitet hat, ist diese Liebe und Leidenschaft zu Eigenprojekten. Und das waren über die Jahre doch inzwischen einige. Also das hat angefangen mit bei der Dani, den Frühstückerinnen. Das hat angefangen mit einem Foodcamp, zu dem ich später noch ein bisschen was erzählen werde. Wir haben eine Taste Austria-Plattform für Kleinproduzenten gegründet. Wir haben eine Initiative damals in der Flüchtlingshilfe gestartet, die hieß Hosten statt Posten. Wir haben jetzt, also die Dani hat einen Kunstblog, der nennt sich Fridays at the Museum, schwer zu empfehlen, gerade jetzt nämlich. Und es gibt natürlich auch die Initiative Vorfreude kaufen, zu der werde ich auch noch ein bisschen später erzählen. Also unser Ziel für heute oder das, was wir euch mitgeben wollen oder Ihnen mitgeben wollen, ist, Online-Netzwerken ist schön und es ist gut, wenn man ein bisschen eine Basis hat im Hinterkopf und vielleicht ein paar Dinge berücksichtigt, aber es ist nicht alles. Also nur weil wir jetzt eine Online-Präsenz haben oder weil sich jemand auf LinkedIn ein Profil einrichtet, das ist nicht alles. Das ist genauso wie wenn man eine Visitenkarte hat, aber sie dann einfach nur im Etui lässt. Also man muss schon hinausgehen. Und das ist jetzt vielleicht nicht für jedermann etwas, aber es gibt für jeden einen Teil, den man sich mitnehmen kann, besonders wenn man es verbindet mit einer Leidenschaft, die man einfach für ein bestimmtes Thema hat. Und darum geht es uns. Also es geht nicht darum, dass jemand die größte Präsenz haben muss, das größte digitale Netzwerk haben muss, sondern es geht darum, dass man es schafft, die eigene Botschaft, die man mit Leidenschaft vertritt, an die richtige Zielgruppe zu bringen. Und dafür bringen wir ein paar Praxistipps und ein paar theoretische Tipps.
Genau, wobei man sagen muss, dass unsere theoretischen Tipps eigentlich auch immer sehr praktisch sind. Hallo auch von meiner Seite. Wir haben unseren Vortrag heute in zwei Teile geteilt, nämlich A, Sie gehen zum Netzwerk, weil das ein bisschen das ist, was man sich erwartet, wenn man an Online-Netzwerken denkt, oder? Dann denkt man ja an Social Networks, LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, Xing vielleicht, wenn es noch jemand nutzt. Die Variante B, die dann wieder die Nina machen wird, ist, das Netzwerk kommt zu Ihnen. Also die Frage, wie man ein Eigenprojekt gründet oder welche Vorteile es hat, eben was Eigenes zu starten und sich nicht darauf zu verlassen, eben, dass sich mit einem perfekten Profil im Social Web alles von selbst erledigt. Wir starten mit der ersten Frage, die der Andreas jetzt einblenden wird, der hier die technische Aufsicht hat. Eben die Frage ist, wie viel Zeit haben Sie bisher in das Online-Netzwerken investiert? Bin schon gespannt, welche Antworten rauskommen werden und auch, ob ich diese Antworten sehen werde. Ah ja, super. Genau, es steht da noch LinkedIn-Profil, aber im Grunde gilt das für alle, auch wenn Sie Netzwerken auf Instagram oder Facebook oder sehr aktiv auf Twitter sind. Einfach, wie viel haben Sie investiert? Eine Stunde beim Setup zum Beispiel und dann nie wieder. Oder vielleicht haben Sie das Setup gemacht und machen schon regelmäßig Updates. Oder Sie beschäftigen sich vielleicht sogar täglich damit. Ich komme dem Computer jetzt ein bisschen näher, weil ich sehe es sehr klein. Also sehr viele, 21%, dann ist es beim ersten Setup, okay. Viele dann noch ein, zwei Updates, okay. Also die meisten, die Frage, also die Antwortmöglichkeit gar nicht, war ja nicht dabei, aber die meisten von denen, die geantwortet haben, sozusagen befassen sich zumindest zeitweise mit ihrem Profil. Sehr schön. Sagen wir jetzt einmal diejenigen, die nicht geantwortet haben oder am Anfang stehen, sie haben noch nie online genetworked. Ist das Social Network XY jetzt die Lösung für Sie? Oder sind Sie lieber offline und echt gut im Netzwerken abseits der digitalen Welt? Sollten Sie jetzt trotzdem auf LinkedIn gehen? Oder draußen ist Corona und drinnen ist Business-Krise. Wird LinkedIn Sie retten? Diese Fragen sind relativ leicht zu beantworten. Es ist nämlich jeweils nein. Also nein, nein und nein. Aber Ihr Profil im Social Web, wie die Nina schon gesagt hat, ist wie eine Visitenkarte. Und daher ist es im Grunde auch sehr wichtig fürs Personal Branding und fürs Networking. Weil wenn Sie sich mit jemandem vernetzen, wird er natürlich schon Ihr Profil aufrufen. Das ist ja das, was man macht jetzt. Ja, man schaut nach, keine Ahnung, Sie wollen wissen, wer ich bin, was machen Sie? Sie geben da eine Werbung in Google ein. Das heißt, es wäre gut, wenn meine Basics in Ordnung sind. Also meine Website zum Beispiel, mein Instagram-Account, mein LinkedIn-Account. Das werden Sie sich anschauen. Und natürlich muss es professionell gestaltet sein. Daher sollte man es ernst nehmen, auch wenn es jetzt kein Allheilmittel ist. Warum haben wir jetzt schon dreimal auf LinkedIn bezogen, wo es doch auch andere Netzwerke gibt, die ich schon erwähnt habe? Facebook ist super, aber im Moment würde ich sagen eher für Kampagnen und Werbeanzeigen. Ausgenommen natürlich, wenn Sie schon seit 2010 auf Facebook sind und da tolle Präsenz haben, dann bitte, natürlich ist das toll. Aber wenn Sie jetzt starten wollen oder durchstarten wollen, würde ich in den meisten Fällen Facebook nicht empfehlen. Instagram, dort heißt es Lifestyle Oli. Da gibt es noch ein bisschen mehr bei der Nina, bei ihren praktischen Beispielen zu den Eigenprojekten. Twitter in Österreich ist ein bisschen eine Ausnahmesituation. Da geht es halt mehr um Lobbying, politische Themen, journalistische Themen. Wenn Sie aus der Branche sind, dann natürlich ist Twitter das Richtige. Für die allermeisten von uns, die heute hier sind, würde ich aber sagen, dass LinkedIn im Moment das Netzwerk der Wahl ist, um eben Business-Themen gut abzudecken. Daher befassen wir uns mit den Basics für LinkedIn, also wir haben ja gesagt, wir wollen so ein bisschen die Praxis mit der Theorie oder die Praxis mit der Inspiration verbinden und wir wollen ja wirklich ganz konkrete Hands-on-Tipps sozusagen geben und wir machen das am Beispiel vom LinkedIn-Profil, was Sie auf jeden Fall machen sollen und ein bisschen später dann eben auch, welchen Content Sie dort bringen sollen. Für alle diejenigen, die noch nie auf LinkedIn waren oder nur selten dort waren oder ihr Setup vielleicht noch nicht beendet haben, so schaut der LinkedIn-Profil aus, ja, also das Profilfoto, der Background, die Headline, die Summary oder Information und dann unten weiter dann eben die Berufserfahrung. Wir werden das gleich noch im Detail sehen, keine Sorge. Das sind alle Profilfelder, die man bearbeiten kann. Die werden wir uns in diesem Rahmen heute nicht alle anschauen, aber wir haben uns die wichtigsten rausgenommen. Wir schauen uns an Foto, Background, Headline, Summary, Service, Empfehlungen und das vorgestellt. Und das sind die ersten Dinge, die Sie im Grunde machen sollten. Beziehungsweise, wenn Sie es schon einmal gemacht haben, dann auf jeden Fall nochmal kontrollieren,
ob Sie das so gemacht haben. Wir starten mit dem Bereich Fotos. Sie sehen es da eh auf der rechten Seite eben an den Beispielen. Wenn man kein Foto hat, schaut das einfach nicht so toll aus, das graue Icon. Ja? Wenn Sie Profil mit Foto haben, hat LinkedIn sogar Profile eben mit professionellen Headshots, also mit tollen Fotos, die vielleicht sogar Fotograf gemacht hat, die werden öfter geklickt, also bis zu 14 Mal sogar. Und LinkedIn sagt auch, 60% des Fotos sollte der Kopf einnehmen. Natürlich sollten Sie obenrum zumindest, unten Jogginghose, so wie jetzt im Homeoffice oder im Webinar. Okay, ist keine Jogginghose. 60% des Fotos sollte der Kopf einnehmen. Business Outfit und dann eben Smile with your eyes. Ja? Also kein zu strenges Foto, sondern halt sympathisch, ohne jetzt halt Honigkuchenpferd darzustellen. Der zweite Bereich, den wir uns anschauen sollten, ist der Background. Ich zeige gleich nochmal her, was das war. Das ist eben der obere Teil, wir werden es gleich sehen. Der soll auf jeden Fall eine visuelle Botschaft enthalten. Ja? Also Ihr Urlaubsfoto mit dem Strand drauf ist für LinkedIn wahrscheinlich die falsche Wahl. Er soll aber Aufmerksamkeit erregen und er gibt dem Besucher Kontext. Da gibt es noch nicht so viele tolle Beispiele auf LinkedIn, aber natürlich schon einige. Also bei der Dame zum Beispiel wird man gleich mal wissen, dass sie sich mit LinkedIn befasst. Ja? Also das ist gleich mal ganz klar. Sie präsentiert sich in einem sehr professionellen Umfeld und hat ein tolles Profilfoto. Oder österreichisches Beispiel eben. Auch hier super Aufmerksamkeit stark, tolles Foto. Genau, und man sieht hier über das Creating and Managing Award-Winning Brands einfach gleich, was sie macht. Ja, also das nennt man aussagekräftig. Wir gehen weiter zum Bereich der Headline. Die Headline, auch hier zeige ich dann auf dem nächsten Slide gleich, wie das ausschaut, das ist der allerwichtigste Teil Ihres Profils, weil der beschreibt Ihre Leistung. Und der wird auch, und darum ist er so wichtig, im Feed angezeigt. Also wenn Sie bei jemandem dann kommentieren, dann steht Ihr Name und dann eben der erste Teil dieser Headline dabei. Das heißt, das ist im Grunde eine Nachricht für Ihre Zielgruppe. Wie können Sie helfen? Warum sollte man Ihr Profil besuchen? Ganz kurz, unten habe ich es eh nochmal hingeschrieben, wem helfen Sie, bei welchem Problem, mit welcher Lösung? Hier sind Beispiele. Also da ist zum Beispiel, das bringt ein bisschen zum Nachdenken, weil ich stärke Personalverantwortliche im Mittelstand, denn der Unterschied macht, da kann ich mir nichts vorstellen drunter. Ja, okay, sie stärkt Personalverantwortliche, aber wie macht sie das? Ja? Oder auch Vice President Global Product, ja eh, alles schön, aber für was oder für welches Unternehmen zum Beispiel, ja. Unten wird es dann besser, also ist es super eigentlich, also Bitcoin und Co., okay, da war sie gut, wenn ich was zum Thema Bitcoin brauche, offensichtlich, sie hat einen Podcast, sie ist Speaker, sie ist Autorin, also da war sie, dass die Kompetenz zum Thema Bitcoin und das erfahre ich da aus 4 oder 5 Wörtern. Oder hier die Berufsbezeichnung, zentrale Risikomanagerin beim Bundesministerium für Finanzen. Auch in Ordnung, ich verstehe sofort, um was es geht. Oder hier auch Founder und CEO, Entrepreneur, Transformer. Das ist in Ordnung, da steht nicht nur CEO, sondern ich kann mir vorstellen, was sie eben sonst noch macht. Der nächste Bereich ist der Bereich Summary. Da hier noch einmal, um nochmal darauf zurückzukommen, das ist der Teil, von dem wir gerade geredet haben. Ja? Also Name und dann drunter eben diese Headline. Die kann ruhig ein bisschen länger sein, aber nicht vergessen, eben im Feed würde man nicht alles sehen. Zum Bereich Summary, da ist dieser Teil hier gemeint, also das, was da bei Info steht. Da geht es jetzt nicht um mich, also dass ihr Plattform habt, sozusagen, dauernd über meine Errungenschaften zu sprechen, sondern es geht um die Leserinnen. Es ist eine Art netter Sales-Pitch, ja. Also wir wollen hier nicht nerven, sondern wir wollen nützlich sein. Wir wollen eine Lösung anbieten und vor allem wollen wir auch einen Call to Action reingeben, ja. Also wir wollen sagen, warum wir kontaktiert werden können, wie wir helfen können, welchen Nutzen können wir stiften und dann natürlich am Ende ein, rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir oder vernetzen wir uns, wie immer, ja. Zum Schluss. Oder relativ gegen Ende unten bei LinkedIn, Sie kennen das ja, es wird ja auch so ein bisschen als dynamischer Lebenslauf bezeichnet, ist der Bereich Berufserfahrung. Und für uns Selbstständige ist es jetzt natürlich so, da schreibe ich jetzt natürlich nicht unbedingt nur mehr Funktion rein und wie viele Jahre ich jetzt selbstständig bin, sondern es geht hier auch um Lead-Generierung. Also fassen wir uns bei diesem letzten Job, der unser aktueller Job ist, also unsere selbstständige Beschäftigung, da fassen wir uns nicht kurz, im Gegenteil. Also da können wir ruhig mit 300 Wörtern das beschreiben. Und zwar wieder, wie helfen Sie Ihren Kunden jetzt und welche Erfolge haben Sie schon gefeiert zum Beispiel? Also da geht es wirklich nicht darum zu sagen, mein Name ist Dani Terwo, ich bin seit 2010 selbstständig und mache Social Media, sondern da geht es echt darum zu sagen, okay, was mache ich eigentlich für meine Kunden? Also ein bisschen wie dieser Infobereich oben, aber
kürzer und ein bisschen anders ausgelegt. Ja, vielleicht das Gleiche noch mit anderen Worten. Das sind so die wichtigsten Themen oder die wichtigsten Blöcke sozusagen von den LinkedIn-Profilen, die Sie als erstes angehen sollten. Ja, hier sieht man ein ganz gutes Beispiel. LinkedIn bietet mittlerweile ganz viele Möglichkeiten, das visuell aufzulockern. Das heißt, Sie brauchen da nicht nur Textmassen reinschreiben oder hier 20 Zeilen nacheinander, sondern Sie können hier schon Videos, Dokumente etc. anfügen. Sie können immer Emojis verwenden. Also das einfach ein bisschen gliedern, damit das auch schön lesbar ist und Spaß macht beim Lesen. Relativ neu sind Vorgestellt und Services. Da müssen Sie dann in Ihrem Profil diese Blöcke hinzufügen eben. Bei Serviceleistungen, das hat noch nicht jeder, also bitte nicht wundern, wenn Sie es nicht finden. Können Sie ganz kurz, was Sie Ihren Kunden bieten, das scheint dann oben unter Ihrem Foto, also unter dieser Headline sozusagen auf, ja. Und bei Vorgestellt, das ist ein ganz nettes Feature eigentlich, da können Sie Ihre Lieblingsprojekte oder andere Dinge vorstellen, die Sie halt anbieten, ja. Also, ich war da jetzt nicht wahnsinnig kreativ, für einen Meetingort, dann ein Pro Bono Projekt, also, das obliegt Ihrer Kreativität, das sollte halt visuell ansprechend ausschauen. Das wären so die wichtigsten Dinge, die Sie sich auf jeden Fall anschauen sollen, wenn Sie Ihr Profil nur einmal eingerichtet und dann nie wieder angeschaut haben, ja, oder selten auf LinkedIn sind. Sind Quick Wins im Grunde, braucht nicht viel, ein bisschen Konzentration, um das fertig zu machen. Das wären die Basics, ja. Wenn Sie die nicht erledigt haben, dann brauchen Sie ja nicht großartig anfangen mit Netzwerken etc. auf LinkedIn, weil dann kommt der Besucher auf Ihrer Seite und sieht nicht viel. Wir wollen aber natürlich auch Tipps geben, wie Sie dann direkt netzwerken können auf LinkedIn und haben da unsere Top 3 für Sie zusammengefasst. Von den Empfehlungen, das haben wir gerade gefreut, dass der so gemacht hat. Wir haben die Top 3 zusammengefasst. Ja, danke. Die Empfehlungen, die Sie von anderen erhalten, die sind quasi der Beweis für Ihr Know-how. Sie sollten aktiv danach fragen und in einer Anfrage Textbausteine liefern. Wenn wir jetzt uns treffen würden in einem kleineren Workshop, dann würde es Ihnen vorklicken, wie es geht. Ich erkläre es Ihnen ganz kurz. Ja. Es gibt unten weiter auf Ihrem Profil die Möglichkeit, Empfehlungen einzuholen. Sagen wir, ich will dann die Nina darum bitten, dass sie mir eine Empfehlung schickt. Dann klicke ich das an, wähle die Nina aus, muss dann sagen, in welchem Arbeitsverhältnis ich zu Nina stehe. Da könnt ihr sagen, ich habe beim Projekt X mit ihr zusammengearbeitet. Und dann kann man einen eigenen Text eingeben. Ja. Und da würde dann da schon dazu schreiben, liebe Nina, die Zusammenarbeit mit dir war so toll. Könntest du mir bitte eine Empfehlung auf LinkedIn schreiben? Und dann würde der Nina sagen, was sie schreiben soll. Also ich gebe jetzt den Text vor, aber die Textbausteine. Ich würde sagen, Nina, bitte schreib etwas dazu, wie effizient wir zusammengearbeitet haben oder was du von meinem Umgang mit Fotos hältst oder etc. Also was ja immer für Ihren Job wichtig ist oder eben für Ihre Selbstständigkeit, ja, heben Sie das hervor und bitten Sie denjenigen, den Sie um eine Empfehlung bitten, diese Dinge eben auch zu verwenden, also diese Keywords sozusagen zu verwenden. Und dann ist es so, der Prozess rennt dann so ab auf LinkedIn, dass die Nina schreibt das und schickt mir das. Ich kriege eine Notification von LinkedIn, dass das eben eingegangen ist. Ich kann es dann auch anschauen und wenn ich nicht zufrieden bin, kann ich es auch nochmal zurückschicken. Natürlich mit netten Worten. Könntest du das noch ausbessern oder könntest du den Satz noch ergänzen? Und dann kann ich es online stellen. Also Sie brauchen sich dann nicht fürchten, dass jemand irgendwas schreiben kann und dass das plötzlich auf Ihrem Profil ist, sondern Sie haben die Möglichkeit, dann noch einmal zu intervenieren. Und wen fragen Sie? Ja, Partner, Kunden, Lieferanten, Ex-Kunden, jeden, mit dem sehr gute geschäftliche Beziehungen hatten oder gerne auch haben, ja. Und ich würde sagen, so, wenn Sie sagen, Sie wollen es jetzt nicht über, Sie wollen jetzt nicht 1000 Empfehlungen einholen, würde ich sagen, mit fünf wäre ein guter Start auf jeden Fall. Genau. Dann sind wir beim Kontakte aufbauen und was LinkedIn hat, ist wirklich eine super tolle Suche mit wirklich guten Filtern. Vor allem, wenn jemand schon mal auf Facebook versucht hat, was zu suchen oder auf Instagram, da ist LinkedIn wirklich top. Sie können suchen nach Unternehmen, Branchen, Berufstitel, Location und das zeige ich Ihnen schon, wie das genau geht. So können Sie eben ein zielgerichtetes Profil des idealen Kunden machen. Sie klicken unter der Suche eben auf Personen. Alle, Sie klicken dann daneben auf die Kontaktdistanz, also erste Kontakte erster Reihe wären sozusagen die, mit denen Sie eh schon direkt vernetzt sind. Die brauchen Sie nicht. Sie brauchen die Nummer zwei Kontakte. Dann können Sie sagen, okay, Sie arbeiten hauptsächlich in Österreich oder in Wien. Da geben Sie natürlich das bei Standorte an. Dann sagen Sie so, und jetzt gehen wir die Wirtschaftskammer an. Wir brauchen Jobs von der Wirtschaftskammer. Dann geben Sie zum Beispiel Wirtschaftskammer hier ein. Und dann können Sie ja Wirtschaftskammer Wien eingeben. Dann können Sie noch einmal verfeinern. Das sind eben alle Filter dann nach der Position. Also sagen wir Abteilungsleiter zum Beispiel, ja, oder Hochschule oder was auch immer.
Und dann wirft Ihnen LinkedIn eine wirklich tolle Ergebnisliste aus. Also hier zum Beispiel dann sozusagen Mitarbeiter der Wirtschaftskammer, die ich als Beispiel angegeben habe. Also und damit können Sie dann wirklich gut arbeiten, können Sie sagen, ah, die Post wäre ein super Kunde für mich, weil dann kann ich das und das bieten. Dann könnten Sie so die Kontakte suchen, ja. Außer Sie kennen jemanden direkt, dann wissen Sie eh, dass das Kontakte ist. Gut, diese Kontakte kontaktieren Sie mit einer sinnvollen, durchdachten, netten Botschaft und bitte vermeiden Sie Peinlichkeiten. Also ich habe schon E-Mails kriegt, wo man mir vorschlagt, ich könnte auch ein Social Media Training bei Ihnen machen. Hätte derjenige auf mein Profil geschaut, würde der wissen, dass ich das ja selber mache, sozusagen. Also sowas sollte man vermeiden, sondern einfach ja, Botschaft durchdenken, wie immer beim Netzwerken. Ich glaube, das versteht sich von selbst. Und jetzt das Allerwichtigste, nämlich relevante Inhalte. Wenn Sie was posten, egal wo, LinkedIn, Facebook, Instagram, am Blog, gibt es nur ein Ziel, relevante Inhalte, die Nutzen stiften. Da geht es nicht um Selbstvermarktung, sondern halt wirklich darum, etwas für den User zu machen. Was kann man für LinkedIn machen? Welche Möglichkeiten gibt es? Für alle diejenigen, die wirklich gern schreiben und vielleicht schon mal überlegt haben, ob sie einen Blog starten, aber das irgendwie nicht extra einrichten wollen, gibt es die Möglichkeit von LinkedIn Pulse. Das ist eine Art Blog-Funktionalität von LinkedIn. Da können Sie über Ihr Thema schreiben. Ja? Zeigen Sie Leidenschaft, 300 Wörter, Foto, schön gegliedert, Artikel fertig. Wenn Sie sich anschauen wollen, wie das ausschaut, Bill Gates verwendet das zum Beispiel. Also wenn man da bei ihm auf alle Aktivitäten geht und dann Artikel auswählt, kann man sich die Pulse-Beiträge von Bill Gates anschauen. Native Video. Was ist Native Video? Heißt nicht, dass Sie ein Video posten, sondern Sie selber ein Video machen von sich und das dann auf LinkedIn hochladen oder sogar LinkedIn Live verwenden. Trauen Sie sich und starten Sie ein regelmäßiges Videoformat, denn alle Social-Media-Plattformen lieben Video. Das ist das, was alle wollen YouTube werden, weil YouTube einfach so erfolgreich ist. Ja. YouTube ist die größte Suchmaschine neben Google. Daher werden Videos auch bevorzugt behandelt und erreichen auch immer eine größere Reichweite als ein normales Text- oder Bildposting. In Österreich weiß ich, das ist schwierig, wenn man es vergleicht mit Amerika. Da sind die Menschen einfach gewöhnt, dass sie sich immer verkaufen, immer im Bild sind, immer auf Bühnen stehen, moderieren, sprechen. Das ist bei uns nicht so, aber ich würde sagen, trauen Sie sich oder machen Sie einen Workshop vielleicht dazu und lernen das. Das bringt Ihnen auf jeden Fall Vorteile auf allen Social Networks. Wenn Sie sagen, Video vielleicht noch nicht, ja, dann auf jeden Fall Hashtag-Aktivitäten funktionieren sehr gut. Und das ist schon so ein Beispiel von Nutzen stiften. Da, wenn ich da Posting mache, die tolle bin und schreibe Hashtag New Client oder so oder neuer Kunde, kann auch passieren, aber da wurde eine Aktivität für viele ins Leben gerufen. Das nennt sich On Point, da habe ich das Pfeilchen hingemacht. Folgt unseren Hashtag On Point auf LinkedIn eben für News. Die organisieren eben regelmäßige Diskussionsrunden zu verschiedensten Themen, die hier aufgelistet werden und die Community kann eben dabei sein. Also das ist nicht nur eine Aktivität für die Person, die das gestartet hat, sondern für viele Menschen auf LinkedIn, jeden, der dabei sein will. Und natürlich fällt das auf Sie zurück und bringt ihr was. Dazu wird die Nina aber dann noch ein bisschen genauer sprechen. Andere Hashtag-Aktivität, viele von euch kennen sicher den Richie. Ich weiß, er dabei ist. Hallo Richie. Der den Linked Friday gegründet hat in Österreich. Jeden Freitag gibt es sozusagen eine Runde Empfehlungsmarketing für alle, wo man Menschen empfehlen kann, denen man auf LinkedIn folgen soll. Eine gute Möglichkeit, das Netzwerk einfach zu supporten. Also Hashtags funktionieren wirklich gut. Oder alle werden dankbar sein. Überlegen Sie sich etwas, was Spaß macht, so wie die Person, die Tetris Challenge, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, sich ausgedacht hat. Also wenn Sie Tetris Challenge mal in die Suche eingeben und auf Inhalte klicken, eben in der Suche, dann werden Sie viele, viele lustige Fotos zum Thema Tetris Challenge finden. Egal, ob es was bringt oder nicht, ja, Sie generieren damit ein größeres Netzwerk. Natürlich ist Tetris Challenge jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel, um Ihre Sales zu steigern, aber um Reichweite zu generieren. Also sagen wir, Sie sind Community Manager in irgendeiner Art und Weise, dann hätten Sie mit der Challenge bewiesen, dass Sie coole Ideen haben und eine Community aufbauen können zu einem Thema. Wichtig zu sagen ist abschließend für mich, dass LinkedIn ist nicht gleichbedeutend mit Selbstvermarktung. Auch wenn jeder glaubt, dass er jetzt auf LinkedIn ist, 1000 Postings machen muss und überall Kommentar hinterlassen muss mit seinen Leistungen, das ist nicht Netzwerken, ja. Das ist eher so ein bisschen anstrengend sein. Also es geht darum, welchen Nutzen können Sie konkret stiften und wie können Sie denn sozusagen im Social Web kommunizieren?
Neben der Variante, dass man eben ins Netzwerk geht, haben wir ja gesagt, wir wollen die Variante besprechen, dass das Netzwerk zu Ihnen kommt. Eigentlich die viel schönere Variante, die natürlich aber auch nicht ohne Aufwand zu erreichen ist. Und da haben wir eine Frage vorbereitet, mit der ich dann gleichzeitig zu Nina übergebe. Also haben Sie schon ein Eigenprojekt gestartet und darunter verstehen wir eben ein nutzenstiftendes Projekt für bestimmte Zielgruppe oder Interessensgemeinschaft. Das muss auch nicht unbedingt etwas sein, das jetzt direkt mit Ihrem Job zu tun hat. Also einfach ein Eigenprojekt, welcher Art auch immer. Und jetzt sollte eigentlich die Frage demnächst aufpoppen. Genau. Jetzt. Jetzt. Genau, die Jetzt bin ich schon Antwortmöglichkeiten. gespannt. Genau. Ja, es bringt mir einen Vorteil beim Netzwerken oder finanzielle Vorteile oder eben noch gar kein Eigenprojekt gestartet. Wow. 21%. Das ist um einiges mehr, als ich mir gedacht habe. Super. Sehr schön. Gut, 75% hätten noch Potenzial, um ein eigenes zu starten. Warum macht man das? Vielleicht kurz dazu ein paar Worte. Es ist nicht jeder von uns ein Netzwerker. Also im richtigen Leben da draußen, das ist nichts Schlimmes. Ich habe selber meine 20er jedes Mal bei einer Veranstaltung damit verbracht, dass ich mir gedacht habe, ich möchte unsichtbar sein. Ich möchte hier sofort raus. Das ist völlig okay. Irgendwann gewöhnt man sich dran, wenn man reinspringt und irgendwann einmal kennt man auch genug Leute, dass man einfach zum Start zu jemandem hingeht, den man kennt. Und so ungefähr ist das online auch. Es gibt bei jedem irgendeine Leidenschaft für ein Thema. Das ist ganz egal, was es ist. Es ist egal, ob das ein Puzzle ist im Moment. Offenbar gibt es in meinem Freundeskreis zumindest wahnsinnig viele, die sich momentan mit Puzzles beschäftigen. Aber das Thema an sich ist egal. Es geht darum, dass man eine Leidenschaft dafür hat, die es einem ermöglicht, sich damit frei zu bewegen, weil man sich so wohl fühlt mit dem Thema, dass man rausgehen kann und sagen kann, hey, schau mal, ich mache das. Wenn man selber einmal suchen will, was das denn sein könnte, welches Thema das sein könnte, geht es sehr oft, dass man sich mal überlegt, okay, was sind die Dinge, wenn mein Freundeskreis zu mir kommt, was ist das, wo man mich anruft? Bei welchem Thema meldet man sich bei mir? Was ist es? Ruft man mich an, weil man wissen will, in welche Bar gehe ich heute? Ruft man mich an, wenn man wissen will, du, ich fahre jetzt irgendwo hin auf Urlaub, wohin soll ich fliegen? Oder ich möchte was auch immer. Es gibt bei jedem Menschen, jeder Mensch steht in seinem Freundeskreis für ein bestimmtes Thema. Was ist dieses Thema? Und ist das wirklich ein Thema, das mich freut, mit dem ich mich gerne auseinandersetze? Wahrscheinlich schon, weil sonst würde man ja nicht dauernd gefragt werden. Kann ich mit dem Wissen, das ich habe, einen Mehrwert bieten? Ein Beispiel aus unserer Vergangenheit, bei uns war es so, die Dani wurde extrem oft aufgrund ihrer Vergangenheit als Frühstückerin gefragt, wohin geht man denn gerne frühstücken? Bei mir war das so, dass mich ganz viele immer gefragt haben, wenn ich was Bestimmtes kochen will, woher bekomme ich diese eine Zutat? Wo kann ich das frischeste Kraut bekommen? Wo kann ich ein bestimmtes Gewürz herbekommen? Und was man uns beide sehr oft gefragt hat, ist, du kennst ja vielleicht bei der Firma XY jemanden. Oder umgekehrt, dass uns sehr viele Firmen gefragt haben, wir suchen gerade eine Person für Aufgabenstellung XY, können Sie uns jemanden empfehlen? Dieses Zusammenbringen von Leuten, dieses Rundherum ums Essen, irgendwie Kulinarik, das hat uns immer schon begleitet. Ja, was wir uns dann gedacht haben, oder beziehungsweise die Dani im Endeffekt gedacht hat, ist, im Sommer 2012 hat sie mich angerufen und gesagt, Nina, was hältst du davon, wenn wir eine Veranstaltung für Foodblogger machen? Es gab sie damals, es gab noch nicht rasend viele davon, aber es gab eine durchaus gute Anzahl an Foodbloggern da draußen. Es gab allerdings nicht so etwas wie eine fixe Community. Also sie waren nicht verbunden, sie waren nicht, es gab sie in der digitalen Welt, in ihren jeweiligen Blogs, aber es gab keine Plattform für sie, wo sie sich austauschen konnten. Das war unsere Community. Wir haben dann eben dieses Foodcamp gegründet. Das ist ein Treffen gewesen für online-affine Foodlover im Endeffekt.
Und wir haben ihnen die Möglichkeit gegeben, dass sie sich austauschen. Nämlich nicht nur austauschen im Sinn von, dass sie sich treffen in einem Lokal und darüber reden, sondern sie haben Vorträge gehalten selber. Wir haben Vorträge organisiert von irgendwelchen Experten zu bestimmten Themen. Wir haben 2012 schon gezeigt, was Natural Wines sind. Wir haben Tofu selber gemacht. Also ganz viele unterschiedliche Vorträge organisiert und haben es ermöglicht, dass sich aber diese Community gemeinsam im richtigen Leben mal trifft und austauschen kann. Das haben wir mehrere Jahre gemacht. Das sind so ein paar Eindrücke, die es gab. Es hat sich dann wirklich ein bisschen entwickelt zu einer Art Klassentreffen in den folgenden Jahren. Und was wir uns daraus mitgenommen haben, ist einfach, es ist zwar schön, wenn jeder digital was macht, es ist aber auch schön, wenn man sich dann im richtigen Leben auch mal treffen kann. Und für jeden, der dort war, war das sehr angenehm, weil man hat gewusst, man geht jetzt irgendwo hin und man trifft lauter Leute, die irgendwas gemeinsam haben. In dem Fall war es halt die Leidenschaft für gutes Essen oder Kochen. Wir haben aus diesem einen mehr oder weniger spontan organisierten Event die größte deutschsprachige Foodblogger-Konferenz gemacht, die mehrere Jahre stattgefunden hat. Also das hat sich aus dem entwickelt, das hat sich aus einer Leidenschaft für ein bestimmtes Thema entwickelt und aus diesem Drang, dass man sagt, man möchte Menschen zusammenbringen, Gleichgesinnte. Für uns als Fazit von diesem Ding, von diesem ersten gemeinsamen Eigenprojekt, das wir gehabt haben, war, es war unbezahlbar für unseren Werdegang. Nämlich nicht nur, dass wir wirklich großartige Freundschaften geschlossen haben, die bis heute halten und die uns beide auch sehr geprägt haben, sondern dass wir eine Agentur aus dem heraus gemeinsam gegründet haben. Das hätten wir vorher nicht gemacht. Wir haben uns gekannt und wir haben immer wieder beruflich uns ausgetauscht. Aber aus diesem einen Event ist eine Agentur entstanden, die es seit 2012 gibt und für die wir beide, also die wir beide groß gemacht haben und mit der wir einfach auch viel Freude haben. Und das ist aus diesem spontanen, ich gehe meiner Leidenschaft nach und ich bin mir sicher, dass meine Leidenschaft auch andere teilen. Und das ist das, was wir mitgeben wollen. Also mit Eigenprojekten kann man tatsächlich für sich selber eine Community aufbauen, die was auch immer aus der dann wird. Darf ich noch was Unterschiedliche hinzufügen? Möglichkeiten. Immer. Das erste Mal, dass wir uns so verbrechen. Unbezahlbar war und auch unbezahlt. Das macht Und also, auch unbezahlt. genau, das macht aber nichts, weil es hat uns wirklich, wirklich viel gebracht, ja. Also es hat sich schon dann, also, Umwegrentabilität. so nenne ich das immer genau, Umwegrentabilität sozusagen, es hat schon funktioniert dann, aber dieses erste, das war uns auch egal, ja. Also wir wollten nur nichts ausgeben, wir haben Sponsoren gesucht, das war uns egal, ob wir das kriegen oder nicht. Wir wollten es einfach machen, ja. Und das ist der Punkt, also dieses, okay, wie kann ich Geld verdienen, das kommt dann meistens bei uns halt später. Ja, zuerst einmal die Leidenschaft und das Projekt und dann kommt das ja, weil Menschen sehen, dass es gut wird. Ja. Unterbrechung fertig, danke. Und meistens, wenn, kannst immer unterbrechen. Und meistens, wenn Menschen sehen, dass etwas gut funktioniert, dann kommen auch sehr oft Firmen drauf, dass sie das halt auch gerne hätten in irgendeiner Form. Also das ist halt der Effekt, den es gibt. Ja, ein paar Beispiele aus der Praxis, abseits vom Foodcamp und unserer Geschichte, die auch einen Erfolg gebracht haben, auf unterschiedlichen Kanälen, also ist gar nicht unbedingt fixiert auf jetzt Facebook oder irgendetwas. In dem Fall zum Beispiel die Wiener Wunderweiber. Ich weiß nicht, wie viele das von Ihnen kennen, aber das ist eine wirklich große Gruppe auf Facebook. Die ist gegründet worden von der Ulrike Lackner-Stauchner, die in Wahrheit eine Anlaufstelle ist für Probleme im Alltag. Also das ist, man kann dort wirklich alles reinschreiben, das einen beschäftigt. Und wenn man wissen will, wo man ein bestimmtes Buch herbekommt, bis hin zu privaten Fragestellungen, die man hat, etc. Die Nische, die sie gefunden hat mit der Gründung dieser Gruppe, waren einfach Wienerinnen, die sich austauschen wollen. Nämlich in einer geschlossenen Gruppe, wo sie sich auch relativ sicher fühlen, dass das nicht andere sehen auf Facebook etc., sondern das bleibt in dieser Gruppe drinnen. Und diese Anlaufstelle zu werden für Probleme im Alltag, beziehungsweise zu versuchen, Lösungen zu finden durch eben Mitgliederinnen in dem Fall dieser Gruppe, das ist etwas, das war eine perfekte Nische, in die diese Gruppe gefallen ist. Und wenn man sich überlegt, abseits davon, dass es natürlich einen Nutzen bringt für jeden, der dort eine Frage stellen kann und weiß, er bekommt eine Antwort auf diese Frage, für jeden, der so eine Gruppe betreibt, ist das auch ein wahnsinniges Marktforschungsinstrument. Das muss man sich mal vorstellen. Sie weiß ganz genau, was beschäftigt die Menschen, wonach wird oft gefragt.
Es gibt einen Grund, warum sehr viele Firmen, gerade amerikanische Firmen, Gruppen gründen, zusätzlich zu ihren Facebook-Pages, weil sie dort einfach die Möglichkeit haben, recht schnell zu verstehen, was will mein Kunde eigentlich. Also diese Gruppenfunktionalität, die darf man nicht unterschätzen. Das kann wirklich tatsächlich Marktforschung ersetzen, weil es wenig Streuverlust hat, wenn man tatsächlich mit den eigenen Kunden reden kann. Ein zweites Beispiel und Herzensbeispiel von mir ist Babetown. Für die, die es nicht kennen, Babetown ist ein, wie soll ich das beschreiben? Es ist einfach ein Ort der Entspannung. Man kann dorthin gehen, es ist offiziell ein Nagelstudio, es ist aber nicht ein klassisches Nagelstudio, wie man vielleicht auch an den Bildern erkennt, sondern es ist ein Concept Store, es ist ein Ort, wo man hingehen kann und sich einfach entspannen kann und es kümmert sich jemand um einen. Nämlich nicht nur um das äußerliche Wohl, sondern auch um das innerliche Wohl, weil der Ort an sich so wunderbar gestaltet ist, dass man sich sofort entspannt dort. Man hat die Möglichkeit zu sagen, als Firma zum Beispiel, man macht dort kleinere Events in dieser schönen Umgebung, in dieser entspannten Atmosphäre. Und es ist ein bisschen wie nicht klassisch Wien. Es ist definitiv nicht das, was man sich als Nagelstudio vorstellt. Und das ist auch die Nische, die sie gefunden haben. Weg von diesem klassischen Nagelstudio hin zu diesem wirklich, man fühlt sich, als wäre man in einer Boutique. Aber das Interessante bei Babetown ist ja eben, dass die vorher ihr Netzwerk aufgebaut haben mit ganz was anderen eben. Also die Gründerinnen sind Superstars sozusagen auf Instagram und mit ihrem Lifestyle-Blog gewesen. Das heißt, die haben die Community schon gehabt, ja. Die haben es aus einem ganz anderen Grund, eben aus ihrer Liebe zu Lifestyle und Mode, anderen Dingen einfach eine Community aufgebaut und haben dann beschlossen, sozusagen offline zu gehen und eben Babetown zu eröffnen. Und natürlich war das von Anfang an ein Erfolg, ja, weil die haben die Community schon gehabt. Also vorher etwas aufzubauen für später, für ein späteres Geschäft, ist natürlich eine sehr schlaue Variante. Eine sehr schlaue Variante und das, was ich eigentlich sagen wollte, nur ich bin einfach reingefallen in dieses, es ist so schön dort. Danke, Dani. Ja, das ist natürlich vollkommen richtig. Und auch wenn man sich überlegt, jetzt, wenn so ein Geschäft zumachen muss aufgrund der aktuellen Lage, ist es natürlich super hilfreich, wenn sie parallel auch in ihre Community, in ihre digitale Community investiert haben, weil natürlich ist es für die jetzt leichter zu sagen, hey, wir haben auch einen Online-Shop, ihr könnt dort reingehen und Nail Art bestellen oder ihr könnt dort reingehen und unser Merchandise bestellen. Das ist der Grund, warum man sagt, man investiert in ein Netzwerk, damit man es später in irgendeiner Form nutzen kann. Und das ist auch vollkommen okay. Ja, da wären wir dann eh schon bei dem Thema. Besonders jetzt. Es gibt zum Beispiel die Anna Posch, die jeden Tag auf IGTV, also auf Instagram, macht sie eine Yogastunde. Das ist eine Lifestyle-Fitness-Influencerin, die für dieses Thema steht. Die hat vorher auch schon eine Reichweite gehabt, aber wie jeder im Moment hat auch sie sich überlegt, was kann ich jetzt tun? Und ein Beispiel ist, dass man hergehen und sagen kann, aus dem, für das ich stehe, wo man mir eine Kompetenz zuspricht, kann ich etwas anbieten. Und das ist etwas, das ist recht leicht, weil die Leute sind daheim. Yoga kann man auch daheim machen, es ist kein Problem. Und das ist ein Service, das sie angeboten hat. Wieder etwas, das mit ihrem Netzwerk reinkommt, aber natürlich, weil sie das anbietet, weil das jetzt nicht so rasend viele gemacht haben am Anfang, kriegt sie ja auch wieder neue, die sie in ihr Netzwerk einbinden kann. Und da wären wir dann schon bei unserem einzigen Quotenmann in unseren Beispielen. Propagandahaare, ein Friseursalon, der sich auch gedacht hat, was kann ich jetzt tun? Mein Salon ist zu. Ein Beispiel ist, was ist das, was er weiß? Was ist das, was ihn unterscheidet? Natürlich kann jetzt jeder hergehen in einen DM oder Vipa gehen und sich eine Haarfarbe kaufen. Aber der Vorteil ist, als Friseur kennt man seine Kunden. Man weiß ganz genau, der Kunde hat diese Farbe, die XY zusammengemischt ist. Und das kann er ihnen ja anbieten. Das hat er auch gemacht. Er hat gesagt, schreibt es mir. Entweder ich mache einen Videocall und schaue mir eure Haarfarbe an, oder ich weiß ja, ihr seid in der Kartei, ich mische euch die Farbe, ich schicke es euch mit allem, was ihr braucht, inklusive Handschuhe, und mache mit euch eine Anleitung durch, wie ihr das selber auftragen könnt, damit man nicht zu Bad Hair Days hat. Ja, aber das ist auch wieder etwas. Auch ein Friseur, wo man jetzt nicht erwarten würde, dass da eine riesige Community oder sonst was dahinter steckt, was jetzt keine digitale Leistung ist in irgendeiner Form, auch er kann hergehen und sagen, ich finde einen anderen Weg, irgendeine Art von Einkommen zu generieren.
Ja, und auch eben dieses Investieren in den Instagram-Account davor, der ja eigentlich eher, also okay, beim Friseur nice to have ist vielleicht untertrieben, ja, aber eben dieses Investment, dass man sagt, okay, man bringt immer frischen Content, einfach damit die Leute sehen, was passiert in meinem Geschäft, hat sich einfach voll ausgezahlt, ja. Er hätte ja sagen können, puh, ich bin jetzt so super ausgebucht, was brauche ich mich da großartig auf Instagram jetzt befassen mit Stories und Co. Aber eben, weil er das gemacht hat, hat er jetzt zumindest einen kleinen Startvorteil, oder? Zumindest noch ein Netzwerk, das er erreichen kann. Und dann etwas, das für mich auch wahnsinnig tragisch war, das Weiß ist ein Restaurant, das eigentlich hätte eröffnen sollen und es hat aber nicht eröffnen können, weil es ging halt nicht momentan. Was haben die sich gedacht? Okay, wir sind vorbereitet, wir haben unsere Produkte eingekauft, die Kühlschränke, die Speis, alles ist voll. Was machen wir jetzt damit? Wir können nicht aufmachen. Und wie sich jeder vorstellen kann, gerade für ein neu gegründetes Unternehmen ist es einfach wichtig, trotzdem irgendeine Art von Einkommen zu haben. Was die gemacht haben, ist, sie haben gesagt, okay, wir nutzen unser regionales Netzwerk, weil außerhalb vom Netzwerk kennen sie halt noch nicht so viele und bieten einfach To-Go-Boxen an. Die machen wunderschön gestaltete Boxen, wo sie halt alle ihre Zutaten und Produkte, die sie halt schon bereit hatten, verarbeitet haben in irgendeiner Form und machen jetzt regelmäßig, ich glaube jede Woche oder alle 2 Wochen, eine Box, die man bestellen kann und die sind jedes Mal in Minuten ausverkauft. Auch da, man hat zwar vorher schon ein kleines Netzwerk gehabt, aber halt noch nicht so ein großes, weil neu gegründetes Unternehmen. Aber trotzdem kann man hergehen und sagen, das regionale Umfeld, wo man ja eine bestimmte Aufmerksamkeit gehabt hat, kann man nutzen, um auch wieder sich irgendwas anderes zu überlegen. The Kids Undergarments, für die, die es nicht kennen, das ist ein Unterwäschehersteller in Amerika. Und zwar gegründet von 2 Hollywood-Stylistinnen, die auch hergegangen sind. Was kann man jetzt tun? Wie kann man Menschen zusammenbringen? Was die jetzt tun, sie machen regelmäßig auf Instagram Live, Cocktail Hours oder Ask Me Anythings, wo man hinschreiben kann und sagen kann, ich brauche das und das und das, weil ich möchte das und das und das mal anziehen. Man kann live mit ihnen reden, man kann mit ihnen chatten, man kann ihnen Direct Messages schicken. Und das ist natürlich, kann wirken wie ein Zeitvertreib, ist es aber nicht, weil es macht eine Marke wahnsinnig nahbar, wenn 2 Gründerinnen sich selber hinstellen und sagen, du kannst dich mit mir austauschen. Das ist eine Art von Kundenbindung, die man sonst wirklich schwer erreicht. Und besonders bei denen ist es halt, weil sie halt einen Freundeskreis haben, der recht bekannt ist, ist es natürlich auch spannend für die Leute hinzuschreiben und zu sagen, okay, was würde ich denn tragen, wenn ich jetzt zu einer Gala gehen würde? Oder was soll ich unter einem weißen T-Shirt tragen, damit man es nicht sieht? Je nachdem. Und kein Vortrag von uns wäre komplett, wenn nicht Glossier einmal erwähnt worden wäre. Glossier, für die, die es nicht kennen, ist ein Kosmetikhersteller, der sich aus einem Beauty-Blog entwickelt hat. Inzwischen quasi ein Imperium von der Emily Weiss. Und die haben dann irgendwann einmal, nachdem sie Online-Verkäufe hatten, hatten sie mehrere Stores in ganz Amerika und haben jetzt natürlich auch diese Geschäfte zumachen müssen und haben sich überlegt, was kann ich tun, wie kann ich meine Mitarbeiter trotzdem halten und wie kann ich trotzdem hergehen und sagen, ich nutze die Zeit, um Verkäufe anzuregen und haben jetzt gestartet damit, dass sie die Verkäuferinnen, die normalerweise im Shop stehen würden, hat einige davon, nutzen und sagen, man kann sich mit denen online einen Termin ausmachen und sie machen die Beratung online. Also das ist auch etwas eigentlich ganz simpel, macht aber kaum jemand. Und es ist praktisch, weil man hat dann direkt vor Ort jemanden, mit dem man sich austauschen kann und die sagt, okay, die Farbe oder du musst es so auftragen etc. Das ist wie wenn man in einem Geschäft stehen würde und eine Verkäuferin berät einen. Eine super smarte Geschichte. Und Grey Jones ist auch ein Favorit von mir. Das ist ein Startup, die machen so, wie nennt man das auf Deutsch? Bretter. Wunderschön, also auch die Farben traumhaft schön. Die sind hergegangen und haben gesagt, okay, was können die tun in der Zwischenzeit? Haben erkannt, dass natürlich, weil die Menschen daheim sind, sehr viele kochen daheim und aber nicht wirklich genau wissen, was sie tun sollen. Und die haben jetzt eine Art per Messaging, beziehungsweise SMS funktioniert das. Man kann sich anmelden und man kann hinschreiben, was man alles daheim hat und sie geben einem Rezepte. Also das ist auch etwas. Erstens, sie haben einen Dienst angeboten, der wirklich Nutzen stiftet, weil man weiß dann, was man daheim zubereiten soll. Zweitens, für die Zukunft haben die wahnsinnig viele Infos generiert, weil sie ganz genau wissen, welche Rezepte interessieren meine Kunden. Das heißt, würde ich eine Rezeptdatenbank aufmachen wollen, auf welche Rezepte müsste ich mich konzentrieren? Und das Zweite ist, sie erfahren so natürlich auch,
welche Produkte braucht man denn in Zukunft, um diese Rezepte zubereiten zu können, abseits von einem Bräter? Soll ich unser Produktportfolio erweitern um Pfannen, um was auch immer? Also es ist einfach doppelt gesehen ein Zusatznutzen, sowohl für die Firma als auch für den Konsumenten da draußen. Ja. Und abschließen möchte ich einfach mit einem Eigenprojekt, das heißt Vorfreude kaufen. Das habe ich gemeinsam mit zwei anderen initiiert, dem Konsti Jakab und dem Sebastian Hofer. Das ist eine Soforthilfe für unsere Lieblingslokale. Das ist eine Liste von über 115 Lokalen, die es online gibt, wo man die Möglichkeit hat, online einen Gutschein zu bestellen von diesem Lokal, damit diese Lokale einfach auch in Zukunft irgendwann einmal wieder aufsperren können. Wir haben das gemacht, ohne dass wir jetzt irgendwelche Provisionen oder sonst was dafür kriegen, sondern wirklich, um den Lokalen helfen zu können, mit unserem bestehenden Netzwerk. Und das ist auch wieder etwas, man kann natürlich seine sowohl beruflich als auch privat generierten Netzwerke nutzen, um was Gutes zu tun. Und in dem Fall sind das schon über 250.000 Euro an Gutscheinen. Das ist ein bisschen so ein paar Beispiele aus der Praxis, wozu man Netzwerke braucht, was man mit ihnen machen kann. Und vielleicht gibt es ja beim einen oder anderen ein bisschen einen kreativen Input, was er selber damit machen kann, weil man muss ja nicht immer alles selber erfinden. Man kann sich ja durchaus an Dingen orientieren, die schon funktioniert haben. Es gibt nicht wirklich einen richtigen Zeitpunkt für Online-Netzwerke. Es kommt einfach nur darauf an, herauszufinden, was ist der Mehrwert, den ich einer Interessensgemeinschaft bieten kann. Und das muss auch nicht immer online sein. Genau, vielen Dank Super. für die Aufmerksamkeit und dass ihr dabei geblieben seid. Die Bernadette hat, glaube ich, schon Fragen bekommen und wir sind bereit, sie zu beantworten. Hallo. Liebe Dani, liebe Nina, super, vielen Dank für Ihren Impuls, für Ihren Input. Fragen. Es gibt viele, viele, viele Fragen. Mit welcher fange ich an? Okay, fangen wir mal mit einer ersten Frage an. Wie funktionieren Hashtags? Also, Hashtags ist im Grunde sowas wie ein Schlagwort. Und dann ist die Frage, zu wie funktionieren sie? Das ist plattformabhängig. Auf Facebook ist die Antwort leicht. Auf Facebook funktionieren Hashtags gar nicht. Ja, es gibt eine Studie, bei der rausgekommen ist, wurden, keine Ahnung, 50 Millionen Postings im deutschsprachigen Raum untersucht, dass Hashtags kontraproduktiv sind für die Reichweite. Auf Instagram und Twitter, wo sie ja eigentlich herkommen, funktionieren sie toll, weil sie für die Suche einfach super sind. Also so wie unser Event heute, wenn man das suchen würde, jemand hat was getwittert, findet man gesammelt eben im Suchergebnis dann alle Beiträge zu dem Thema. Und LinkedIn forciert das eben auch sehr. Also wichtig wäre, wenn ihr einen eigenen, also einen Hashtag, den kann man nicht besitzen. Ja? Also wenn Richie Linked Friday macht und ihr macht was Eigenes zu Linked Friday, kann er im Grunde nicht viel dagegen tun. Ja? Aber natürlich, wenn man etwas startet, dann sucht man sich etwas Uniques, also möglicherweise etwas, das es noch nicht gibt, damit es eben My Branded Hashtag wird, den immer nur ich verwende, sozusagen. Und dann ist das Ziel, dass das möglichst viele andere auch verwenden, damit er eine gewisse Reichweite kriegt. Ist das so? Das hat eigentlich schon eine nächste Frage beantwortet. Wie finde ich gute Hashtags? Ja, es gibt zum Beispiel Hashtagify Me. Kann das gerne noch in die Unterlagen dann reinschreiben, damit der Link drinnen ist. Also es gibt ein paar, ich glaube, wenn man es eingibt, Hashtag Research oder Analysis oder so, also auf Englisch eingeben, dann findet man ein paar Tools, mit denen man eben auf Hashtags kommt. Da könnte man das Hauptthema eingeben, also sagen wir Events, und dann spuckt mir das Tool so ganz viele Hashtags rund um das Thema Events zum Beispiel aus. Und dann würde ich mal die Plattform hernehmen, auf der ich bin, sagen wir, ich bin auf Instagram, gebe dort den Hashtag ein, sehe, okay, da gibt es 5 Millionen Suchergebnisse, da wird meine Chance vielleicht nicht so groß sein, aber auch wenn es null Suchergebnisse gibt, schaut es auch schlecht aus. Also man sollte annehmen, dass so mittelgroß ist im Grunde. Okay, danke schön. Ihr habt mir jetzt schon einen Hinweis gegeben. Viele Fragen haben wir auch. Wird es die Präsentation im Anschluss geben? Stellt sie die Präsentation zur Verfügung? Ja, Ja, wir werden haben das. wir. Ja, genau. Wir haben das Webinar auch mit aufgenommen und es wird abrufbar sein auf www.unternehmerin.at. Kommen wir aber wieder zurück zu den Fragen. Liebe Dani, liebe Nina, warum wird LinkedIn vor Xing bevorzugt?
Mein Gesichtsausdruck, ich weiß nicht, ob meine Kamera sieht. Also, ich würde sagen, Xing ist over jetzt. Ich hoffe, es ist niemand dabei. Es tut mir leid. Also, die haben ja da auch Kununu, was super ist, ja. Aber also, wenn Sie jetzt starten wollen und überlegen, Xing oder LinkedIn, dann ist die klare Antwort LinkedIn. Ja, das hat so nachgezogen und angezogen, allein mit den Funktionalitäten, die die bieten, kann Xing gar nicht mithalten. Ja, also, Xing ist ein bisschen die Online-Networking-Steinzeit, möchte ich es fast nennen. Und LinkedIn hat halt alles, was irgendwie nötig ist und wichtig ist, um dabei zu sein. Also, Und es wenn Sie in sind einer nicht die Gruppe netten sind, Menschen. wenn Sie in einer Gruppe sind auf Xing, die noch funktioniert, dann bitte gehen Sie dort nicht weg. Ja, alles, was funktioniert, hat immer recht. Aber, also, ich betreue für einen Kunden, habe jetzt Xing, ja, der andere mitbetreut und habe dort null Interaktionen generiert in 1,5 Jahren. Weder Like, noch ein Kommentar, noch sonst irgendwas. Ja, also, meine Meinung und die auch vieler Kollegen, mit denen ich mich schon darüber unterhalten habe, ist, dass Xing erledigt ist und dass LinkedIn das Business-Netzwerk der Wahl ist. Okay, klares Feedback. Wir bleiben bei LinkedIn. Wonach wählt LinkedIn aus, welche Beiträge bzw. Artikel mir im Feed angezeigt werden? Ja, das ist wie immer bei allen Plattformen ein Algorithmus, den man einfach nicht, also da gibt es keine 100% Erklärung, du machst das, dann passiert das. Je mehr ich mit jemandem interagiere, desto öfter wird das angezeigt im Normalfall. Die Nina postet zum Beispiel was, das ist super aktuell und kriegt in der Sekunde viele Kommentare und Likes, dann wird das natürlich mehr ausgespielt, weil der Algorithmus der Plattform weiß, okay, das scheint ein interessantes Thema zu sein. Wenn Sie alle 3 Wochen einmal einsteigen, ein Posting machen und mit sonst niemandem interagieren, dann wird Ihr Posting wahrscheinlich kaum in ein Feed schaffen, weil dann ist das für die Plattform einfach zu wenig an Puls, den Sie senden, sozusagen. Ja? Also hängt von vielen Faktoren ab. Im Normalfall ist es eben, ist was Aktuelles, kriegt viel Interaktion in der ersten Zeit, wo der Beitrag online ist. Ist es eben etwas, was viele interessiert? Ist ein Hashtag dabei? Ist ein Bild dabei? Ist es vielleicht sogar ein Video? Also das alles bestimmt sozusagen, wohin Ihr Posting getragen wird und in wie viele Feeds das Posting getragen wird. Also mir kommt, also Wie in auf dieser jedem Phase, Netzwerk, Entschuldigung, wie ja. auf jedem Netzwerk kann man es auch einfach mal ausprobieren. Ja, man müsste es aber über einen gewissen Zeitlang ausprobieren. Also das ist schon die Erfahrung, die man macht. Wenn Sie jetzt einmal 2, 3 Postings machen und 3 Wochen nichts und dann wieder eins machen, dann werden Sie sehen, dass es auf jeden Fall schlechter funktioniert. Wenn Sie dann wieder Gas geben, eine gewisse Zeit lang, dann baut sich das wieder so auf, ja, dann geht es wieder aufwärts. Das müsste man halt einfach erhalten, diese Frequenz über einen gewissen Zeitraum. Okay. Frage ganz frisch reingekommen. Wie gestalte ich mein LinkedIn-Profil effektiv, wenn ich es sowohl für meine Selbstständigkeit als auch für meine Anstellung nutze? Ah, das ist eine spannende Frage. Naja, also bei der Berufserfahrung, ja, also ich glaube, man muss es halt dann noch klarer formulieren, dass diese Unterscheidung halt gleich ersichtlich ist. Unten bei der Berufserfahrung, wo ich erklärt habe, dass Sie das hier auch nochmal nutzen können, um zu erklären, was Sie machen, ist es relativ leicht, weil da können Sie parallele von bis Daten eintragen. Also Sie könnten eintragen parallel, sagen wir, Sie sind seit 2015 selbstständig, 2015 bis jetzt selbstständig als und Sie können auch 2015 bis jetzt angestellt bei eintragen. Also die rennen dann parallel. Und Sie können sortieren, weil es oben angezeigt werden soll, das, was Ihnen wichtiger ist. Und dann müssen Sie von der Formulierung, das muss man halt einfach dann ganz klar, dass man nicht also verwirrt ist. Ja, bei der Info zum Beispiel oben, diese Summary, die wir gesehen haben, da könnte man es zum Beispiel in 2 Teile teilen. Also könnte man sagen, okay, das biete ich an als Selbstständige und das sind meine Wins als Angestellte. Ja, also so, ich würde es halt überall aufteilen, damit das klar ist, dass es beides bei Ihnen halt besteht. Ich weiß nicht, ob beides 50% gleich wichtig ist, also 50-50 aufgeteilt. Wenn Sie sagen, na, Sie würden gerne in Zukunft die Selbstständigkeit forcieren, dann ist wahrscheinlich das, wo ich dann vielleicht dann 70%, 75% über halt mehr Selbstständigkeit sprechen würde in dem Profil und halt ein bisschen weniger über das Angestellten-Dasein. Okay. Ja. Nächste Frage. Kann ich auf LinkedIn eine Firmenseite machen? Ja, genau. Auf LinkedIn gibt es Company Pages, die habe ich heute weggelassen aufgrund der Zeit. Funktionieren eigentlich wie Facebook Pages, gibt die gleichen Funktionalitäten. Es gilt auch das Gleiche, also contentmäßig, sie sollen Nutzen stiften und eben, dass die Postings nicht so fad sind. Sind eine gute Sache. Die Frage ist, wenn Sie eine Einzelunternehmerin sind, denke ich, dass der Aufwand zu groß ist. Also, die Nina und ich haben eine angelegt, damit das Logo
aufscheint. Also wenn in Ihrer Berufserfahrung Sie referenzieren auf ein anderes Unternehmen, das auch auf LinkedIn ist, scheint Ihnen das Logo auf und ansonsten eben nicht. Uns ist jetzt zu viel Aufwand, sage ich ganz ehrlich. Wir sind auf anderen Plattformen. Wir sind auf LinkedIn privat oder privat ist ja auch Business auf LinkedIn, weil es ist ja Business-Plattform. Aber wir befüllen unsere Company-Page nicht, weil es uns zu viel Arbeit ist. Aber wenn man Zeit und Ressourcen hat, ist eine gute Sache. Eine nächste Frage. Wir haben ein Netzwerk für Veranstaltungsplaner initiiert, sind ganz am Anfang davon. Bis jetzt fanden drei persönliche Treffen statt. Wäre es ratsam, gleich von Beginn an online auch eine Plattform mitzustarten? Ja, Was ist sagst das du das vielleicht, dazu? was ich auf den Wunderweibern gesehen habe? Da habe ich eine Petition gesehen für Eventveranstalter. Jedenfalls gleich online. Jetzt am Anfang, wo der Zeitpunkt gut ist, weil ja alle betroffen sind davon, dass es jetzt keine Events im Grunde gibt. Da gibt es hier viele Menschen, die mitmachen wollen. Muss man sich überlegen, was man am besten macht. Wenn man sich austauschen will, ist eine Facebook-Gruppe vielleicht ganz gut, eine eigene. So am Beispiel der Wunderweiber, dass man sich organisiert. Oder eben, es gibt ja auch diese Amici, wie sie jetzt heißen, die Amici della SVA, die sie organisieren, wenn es um SVA-Themen gibt. Also da passiert viel und da ist viel los. Also so eine Facebook-Gruppe wäre vielleicht eine gute Sache, um sich halt dort zu treffen. Wenn man nach außen auch kommunizieren will, dann könnte man zum Beispiel eine Facebook-Seite oder LinkedIn, ist wahrscheinlich noch besser, eine LinkedIn-Page machen dafür. Und dann zusätzlich eben eine Gruppe. Also wird das kombinieren wahrscheinlich. Dann könnte man sich in der Gruppe abstimmen und nach außen dann kommunizieren und vielleicht sogar mit einer kleinen Website dazu. Also auf jeden Fall, die Antwort ist ja, gleich digital. Okay. Vielleicht hat die Nina da auch noch was als Tipp. Nein, du hast alles gesagt. Entschuldigung. Dann stelle ich noch eine Frage dazu. Gruppe gründen auf Facebook oder auf LinkedIn? Das Vorteile, kommt aufs Nachteile, Thema was ist an. euer Tipp? Ja, das Das Thema. kommt aufs Thema an. Das ist, Ja, das gehört Event-Thema. sich nicht eins oder das andere. Das ist wirklich abhängig davon, was das Thema ist. Ja, in dem konkreten Fall meinst du Bernadette? Habe ich nicht. Ich habe nur die Frage bekommen, entweder Facebook oder LinkedIn, Vorteile, Nachteile. Ja, wo die, also eben wie die Nina sagt, wo die Zielgruppe ist, ja. Also wenn ihr wisst, dass ganz viele auf LinkedIn sind, dann macht es gleich LinkedIn und sonst. Also die Facebook-Gruppen funktionieren gut, sind zwar auch ein bisschen nach unten gesunken in der Reichweite, die man halt so früher so viel automatisch gekriegt hat, aber schwierig. Je nachdem, wie ist das Alter, was ist das Thema, das kann man nicht so über einen Kamm scheren, als allgemeine Aussage. Okay. Letzte Frage, die ich euch stellen möchte. Wie oft empfehlt ihr, neue Postings zu machen? Naja, also regelmäßig habe ich ja schon gesagt, ich sage das in meinen Workshops immer so, wenn ich ganz schnell, ganz erfolgreich sein werde, dann wäre es wichtig, dass ich ganz viel innerhalb von einem kurzen Zeitraum online mache. Ja? Dann kann ich nicht sagen, ich mache ein Posting in einer Woche, weil es ist für sehr erfolgreich werden viel, viel zu wenig. Wenn ich sage, ich will auf LinkedIn, dass meine Reichweite schnell steigt, ja, dann würde ich sagen, dann muss man jeden Tag ein Posting machen. Wenn ich sage, es ist eine Ergänzung zu anderen Dingen, die ihr macht, und ich will einfach nur, dass es so ausschaut, als wäre es aktuell, dann würde ich sagen, ist ein Posting in der Woche oder zwei Postings in der Woche, ah, okay. Also das hängt sehr vom Ziel ab. Wenn das Ziel ist, schnell erfolgreich sein, dann muss ich einfach viel machen, was interessant ist und Nutzen stiftet. Das ist ein bisschen wie beim Bloggen. Wenn ich schnell ein erfolgreiches Blog haben will, das in der Suchmaschine gut gelistet ist, dann reicht es halt nicht, wenn ich einmal im Monat was mache, sondern muss ich vier Blogartikel in der Woche schreiben. Also je nachdem, welches Ziel, mit dem ist der Aufwand dann verbandelt. Trotzdem würde ich Jetzt muss eher ich dazu tendieren zu sagen, dass man sich mehr damit beschäftigen sollte, was man zu sagen hat, als wie oft. das sowieso. Okay. Ich muss euch doch nur eine abschließende Frage stellen. Wie viel Zeit verbringt ihr am Tag auf Instagram und in LinkedIn? Nina, möchtest du anfangen? Puh. Also, ich bin sicher nicht täglich auf LinkedIn. Ich bin vielleicht alle 2 Wochen mal auf LinkedIn, weil es für mich einfach nicht so rasend wichtig ist. Ich bin sehr viel häufiger auf Instagram, weil ich sehr viel meiner Recherche über Instagram beziehe. Also ich liebe alles, was mit Marketing zu tun hat und Instagram ist ja eine unerschöpfliche Quelle. Ja, so will ich das eher sagen. Also ich weiß von mir, von meiner Bildschirmzeit, dass ich 15 Minuten pro Tag circa auf Instagram verbringe. Und nachdem Nina immer schon eine Nachricht geschickt hat, wenn ich einsteige, nehme ich an, dass es bei der Nina eher eine halbe Stunde sein wird.
Und auf LinkedIn bin ich einmal am Tag, aber kurz. Ja, es ist für mich auch mehr so eine Präsenzsache, dass ich da bin und manchmal was poste. Es ist für mein Netzwerk nicht so wichtig, aber ich bin schon einmal am Tag, bin ich schon dort und schaue, was es so gibt und like ein paar Beiträge und schaue, ob es vielleicht irgendwie wichtige Informationen gibt, die mir irgendwas bringen. Super, danke. Danke euch für euren Input. Dankeschön. Gerne. Wir kommen jetzt zu unserem zweiten Impuls. Gebrauchsanweisung Kunde, so klappt Verkauf mit Wow-Effekt. Silvia Agaschantl ist eine gefragte Kommunikationswissenschaftlerin, begeistert seit über 16 Jahren in Business-Trainings und Coachings und tritt als Keynote-Speakerin im In- und Ausland auf. Sie ist erste Ansprechperson für nationale und internationale Unternehmen. Die in Wien lebende Expertin für Kommunikation und Verkauf ist unter anderem in New York mit dem Times Square Award und 2017 mit dem ersten Platz der GSA Speakers Games ausgezeichnet worden. Zudem ist sie regelmäßig im TV und Radio zu Gast und hat vor allem ein Ziel: Verkäuferinnen und Verkäufer mit mehr No, wow, in der Kommunikation. Wir brauchen jetzt 30 Sekunden für einen kurzen Umbau und sind gleich wieder bei Ihnen. Ja, wow, was für eine Freude. Ja. Ich freue mich wirklich riesig, dass wir uns heute sehen, weil ja, Flexibilität ist ja bekanntlich auch das halbe Leben. Weil eigentlich war es ja für heute ganz anders geplant. Eigentlich wären wir jetzt in der Messehalle in Dornbirn, das Haus gesteckt voll und dann Abschlusskeynote. Dann laufe ich so von hinten nach vorne raus, ja, naja, weil gehen wir ja viel zu langweilig. Und dann gibt es ein Feuerwerk an Impulsen zum Thema Verkauf. Das ist heute so nicht der Fall. Und ich habe wie so oft eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie. Fangen wir an mit der schlechten, dann haben wir es hinter uns. Sie müssen sich da noch, um das Ganze live zu erleben, in Dornbirn ein Jahr gedulden. Die gute Nachricht allerdings ist, Sie gehen natürlich nicht leer aus. Nein, sondern es wird auch heute schon wertvolle Impulse geben für Ihren Verkauf. Jo, einerseits, um Ihnen die Wartezeit zu verkürzen und zweitens vor allem auch, damit Sie sofort damit in Ihrer Praxis loslegen können. Wenn Sie möchten, direkt nach dem Webinar oder gleich ab morgen in der Früh. So, liebe Technik, ich nehme an, ich bin gut zu hören und zu sehen, richtig? Okay, Spitze, ich kriege den Daumen nach oben. Genau, dann starten wir gleich rein in die Präsentation. Ist sie jetzt gut zu sehen? Und ich auch gut zu hören? So, ich bin schon drinnen. Funktioniert's? Klappt? Die Technik, es ist ja alles live heute. Ich hab das Bild immer ausgeblendet. Du kannst. So, wir starten in Kürze, nachdem ja alles live ist. Es ist eingestellt, Hauptbildschirm übertragen. Eine Sekunde. Jetzt. Bin ich froh, dass ich heute bei euch bin im Studio. So. Ist er da? Wunderbar. Tja, also wie Sie sehen, es ist ja alles live und damit bleibt es auch spannend bis zum Schluss. So, das heißt, Sie sehen jetzt Bild und hören mich auch wunderbar? Perfekt. Dann haben wir das Wichtigste schon mal geschafft. Ja, es ist ja nämlich so, es gibt diese eine Sache und die beschäftigt mich wirklich schon Jahre, Jahre lang. Und das ist die Frage, was ist eigentlich der Unterschied zwischen den richtig erfolgreichen Menschen und dem Mittelmaß. Vor allem auch im Thema Verkauf. Und ganz ehrlich, verkaufen wir nicht ständig und immer etwas? Also zum Beispiel dem Kunden wollen wir unsere Produkte oder die Dienstleistung verkaufen, einem Geschäftspartner, Kooperationspartner vielleicht eine neue Idee, wenn sie noch angestellt sind, vielleicht die Gehaltserhöhung dem Chef, dem Partner, den Kindern das Kinderzimmer zusammenräumen und vieles, vieles, vieles mehr. Und die Erfahrung hat ihm gezeigt, dass es manchen sehr, sehr einfach gelingt, und manche tun sich damit einfach ein bisschen schwerer. Und das hat mich gefesselt. Dem wollte ich einfach auf den Grund gehen und habe mir angeschaut, nicht nur was machen sie anders, sondern vor allem auch, wie kommunizieren sie es anders. Ja, und 16 Jahre Selbstständigkeit, 3 Studien und eine gescheiterte Karriere als Immobilienmaklerin später, glaube ich, darauf einige ganz brauchbare Antworten gefunden zu haben. Weil in den vielen Jahren,
der Trainings, die ich inzwischen mache, habe ich immer wieder Berater, Verkäufer, Führungskräfte bei mir drinnen sitzen oder auch im Coaching. Und die sagen dann manchmal, wirklich teilweise wutentbrannt, ja, das gibt's doch nicht. Frau Agger-Schandl, wie kann das sein? Jetzt so wirklich? Das war mir doch so nie bewusst. Und genau das ist das Spannende und das habe ich in den letzten 16 Jahren gelernt. Es macht nämlich einen riesen, wirklich einen verdammt großen Unterschied, ob ich Dinge aus einer Gewohnheit, aus einem Automatismus heraus, weil ich es einfach immer schon so gemacht habe die letzten Jahre, mach und sag, oder ob ich Techniken und Dinge ganz gezielt und bewusst einsetze. Und dieses Feedback, ja, von den Führungskräften und von den Teilnehmenden, das ist ganz normal. Wissen Sie warum? Das sind einfach unsere blinden Flecken, die wir haben. Die habe ich auch. Und aus dem Grund ist es auch wichtig und notwendig, da immer wieder darauf zu achten und zu schauen, was können wir denn da machen, um auch wirklich immer sozusagen auf diese Kleinigkeiten zu achten. Weil die Kleinigkeiten machen nämlich oft den Unterschied in der Wirkung und auch im Verkauf aus. Ja, das ist so ähnlich wie beim Kochen. Ja? Wenn Sie 10 Personen ein Gericht kochen lassen, zum Beispiel ein Gulasch, dann wird es 10-mal wahrscheinlich anders schmecken. Und es sind diese sogenannten Kleinigkeiten, die den Unterschied ausmachen. Und in den Trainings und Coachings gehe ich dann rein und überlege mit den Führungskräften, was können Sie wie genau anders machen und anders sagen, vor allem im Verkauf, um eben diese fatalen Folgen nicht zu leben. Und was ich da einfach mitgenommen habe, ist, das ist, kennen Sie die Geschichte vom Holzfäller im Wald? Es ist ja, der sägt, ja, der sägt einen Baumstamm und sägt ununterbrochen, bis der Spaziergeher vorbeigeht und sagt, was machen Sie denn da? Ich sehe, Ihre Säge ist ganz stumpf. Und der Holzfäller steht da und sägt weit und sagt, ich habe keine Zeit, ich muss doch sägen. Und deshalb ist so die Frage, wann haben Sie sich das letzte Mal ganz bewusst Zeit genommen, um auch Ihre Werkzeuge zu feilen und zu schärfen? Und vor allem, wie regelmäßig machen wir das? Und ganz ehrlich, ich selbst, ich komme auch immer wieder drauf und denke mir, Silvia, hol dir Feedback von außen, weil auch ich habe natürlich meine blinden Flecken. Und dass die fatale Folgen haben können im Verkauf, in unseren Kundengesprächen, das erlebe ich regelmäßig. Zum Beispiel 2017. Ich bekomme einen Anruf, Handy klingelt, männliche Stimme. Ich heb ab am Telefon. Ja, grüß Gott, Frau Agger-Schandl. Entschuldigung, dass ich Sie störe. Ich wollte Sie nur ganz kurz fragen, ob Sie eine Minute vielleicht Zeit hätten, dass ich mich ganz kurz nur vorstellen darf. So, mal angenommen, Sie hätten diesen Anruf jetzt entgegengenommen. Was würden Sie sich jetzt denken? Und wie würden Sie jetzt am liebsten darauf antworten? Ganz ehrlich, ich habe mir gedacht, boah, schon wieder Akquise. Ja. Warum? Es gibt gewisse Indizien, die in der Ansprache, in diesen 2, 3 Sätzen drinnen sind. Und ganz ehrlich, das ist sowas wie ein klassentreffender Kardinalfehler. Und jetzt ganz langsam. Wir spulen zurück und schauen uns jetzt diese Konstellation nochmals an. Ja? Also, der Anrufer hat zuerst gesagt, ja, grüß Gott, sich vorgestellt, vor Zunahmen, dann vielleicht noch dazu Werbeagentur XY. Und danach der Vorstellung war das erste Wort, Entschuldigung, dass ich Sie störe. Ja? So, kurze Frage, haben Sie sich schon mal darüber Gedanken gemacht, was in diesem Wort Entschuldigung drinsteckt? Also ich war ganz schockiert, wie ich da drauf gekommen bin. Es ist die Schuld. Und das ist dann okay, wenn Sie wirklich Schuld haben und irgendwas verbockt haben. Also Sie sind unpünktlich, Sie kommen zu spät, Sie halten eine Zusage nicht ein. Wenn Sie sich in so einem Fall entschuldigen, weil es Ihre Schuld ist, ist es völlig in Ordnung. Aber wir entschuldigen uns bitte nicht in der Akquise. Und das Spannende ist ja, ich meine, Bernadette hat schon gesagt, wir sind ja großteils heute Frauen auch. Ich muss jetzt diesen kurzen Sidestep machen, weil es einfach so unglaublich wichtig ist. Stichwort Müllwörter. Dieses Wort Entschuldigung, ja, schätzen Sie mal, von wem wird das generell, zeigen Studien, häufiger benutzt? Entschuldigen sich eher Frauen oder Männer? Was denken Sie? Es sind die Frauen. Und wissen Sie, zu wie viel Prozent? 74% aller Entschuldigungen kommen von Frauen. Das ist noch nicht so schlimm. Das Schärfste ist allerdings, wir entschuldigen uns für Dinge, für die wir gar nichts können. Das ist so dieses klassische, oh, Entschuldigung, pardon, sorry. Ja, also wir entschuldigen uns viel zu häufig. Das machen Männer oft nur dann, wenn sie wirklich Mist gebaut haben. Und so ein Klassiker ist,
Ich komme gleich zurück zur Akquise, aber das ist einfach so wichtig und das möchte ich Ihnen als Impuls gern mitgeben. Mal angenommen, wir sitzen gemeinsam auf einem Café. Ihr Café ist aus, Sie möchten gerne einen neuen bestellen. Der Kellner zischt vorne vorbei, Sie heben die Hand und wollen jetzt einen neuen Kaffee bestellen. Was ist das erste Wort, das Sie jetzt benutzen, um einen neuen Kaffee zu bestellen? Entschuldigung, ja, könnte ich noch einen neuen? Also, Inert, warum entschuldigen wir uns? Wofür? Wollen wir uns tatsächlich dafür entschuldigen, dass wir dem Restaurant mehr Umsatz bescheren? Dass sich das Trinkgeld des Kellners wahrscheinlich erhöhen wird? Ist doch eigentlich arg, oder? Also ich persönlich war ganz schockiert, wo ich drauf gekommen bin, in welchen Situationen ich und wir uns eigentlich völlig zu Unrecht entschuldigen. So, jetzt kommen wir zurück zur Akquise. Also auch in der Akquise, wenn Sie wirklich überzeugen wollen, dann lassen Sie dieses Entschuldigung einfach weg. Ja? Damit gehen Sie nicht rein in die Opferhaltung. Das heißt, wir killen mal ganz einfach das Wort Entschuldigung. Das zweite war, dass ich Sie störe. Hand aufs Herz, wie häufig haben Sie diese Formulierung am Telefon schon mal verwendet? Störe ich gerade? Ja. Wenn Sie nicht gestört haben, dann bringen Sie jetzt die Störung erst richtig aufs Tablet. Ich empfehle Ihnen, lassen Sie diese Störung auf jeden Fall weg. Weil heben Sie ab, wenn Sie eh nicht können? Nee, oder? Eben. Das bedeutet, gehen Sie bitte da am besten positiv davon aus, dass Ihr Anrufer Zeit hat. So, Entschuldigung, dass ich Sie störe. Und dann geht's weiter, ja, in diesem Telefonat, weil der Herr, übrigens heute kenne ich ihn sehr gut, dazu später mehr. Und Entschuldigung, dass ich Sie störe, ich wollte nur ganz kurz eine Minute fragen. So, wenn ich diese eine Minute höre, warum ist das ein Kardinalfehler? Bei einer Minute weiß ich, das ist gelogen. Haben Sie schon mal nach 60 Sekunden ernsthaft aufgelegt? Also, ein falsches Versprechen, eine offensichtliche Lüge am Telefon. Ich brauche nur eine Minute. Mm-mm. Ganz bestimmt wird es nicht diese eine Minute. Und dann das Nächste. Ich glaube, wir sind jetzt inzwischen bei Kardinalfehler 4, oder? Es sind so viele. Und dann das Nächste ist dieses eine Minute Zeit, damit ich mich ganz kurz schnell vorstellen dürfte. Merken Sie dazwischen all diese Müllwörter? Vielleicht, ganz kurz, würde, könnte und so weiter. Das sind diese klassischen Müllwörter. Und ich kämpfe ja schon seit Jahren dagegen an, ja, dass diese Müllwörter zu Unrecht benutzt werden. Die sind völlig in Ordnung in gewissen anderen Situationen. Also im systemischen Coaching zum Beispiel benutze ich diese Konjunktive regelmäßig. Aber in der Situation, wenn Sie was verkaufen wollen, an der Stelle bitte lassen Sie sie weg. So, und jetzt der fünfte Fehler ist, damit ich mich ganz kurz vorstellen darf. Wenn wir die Formulierung mal kurz analysieren, wessen Nutzen ist das? Ja, genau. Das ist der Nutzen des Akquisiteurs, aber nicht des Kunden. Das heißt, warum drehen wir das nicht einfach um und geben dem Kunden den Nutzen und nicht uns? So, ich habe dann der Herr, das war der Peter, der hat mir richtig leid getan am Telefon und ich habe gedacht, naja, ich gebe ihm jetzt einfach mal einen Tipp. Seither ist er mein Kunde. Wir haben dann ein Telefontraining gemacht. Und zwei Wochen später habe ich gesagt, du Peter, wenn du die ersten Telefonate durchgeführt hast, jetzt mit der neuen, anderen Formulierung, dann bitte gib mir doch ein Feedback, wie es dir damit gegangen ist. Ja? Und er ruft mich an und war total erzürnt und ich war relativ schockiert am Anfang. Und dann sagt er so, Silvia, warum habe ich diese Tipps nicht schon vor 5 Jahren bekommen? Es waren einfach gewisse blinde Flecken. Und falls Sie sich jetzt fragen, naja, wie führt du denn dieses Telefonat heute? Oder wie macht das denn seither? Zum Beispiel so. Er ruft an, wenn er die Akquise machen möchte, geht rein und sagt, ja, grüß Gott, lieber Herr, Frau, Vor- und Zunahme, Firma XY, ja, und macht mal eine kurze Pause und wartet. Dann kommt dann, ja, grüß Gott. Elegant ist dann noch die Variante, darf ich gleich zum Punkt kommen, lieber Kunde? Ich habe noch nie erlebt, dass ein Kunde sagt, nein, auf keinen Fall. Meistens ernten sie jetzt nicht ein Nein oder irgendeine Negation, sondern meistens ernten sie ein, ja, bitte, ich bitte sogar darum. Gerne, worum geht's denn? Übrigens, es gibt so diese Frage, naja, muss ich eigentlich die Treppe, kann ich die Treppe gehen, muss ich die Treppe gehen zum Erfolg oder kann ich den Lift auch nehmen? Ganz ehrlich, ich bin der Meinung, Sie können den Lift nehmen. Es gibt so viel tolles Wissen, ich muss nur wissen, wo pumpe ich das, wo kriege ich das her, wie pumpe ich das auf, damit Sie es einfach leichter haben und Sie müssen nicht alle Fehler neu machen. Und das ist zum Beispiel der tolle Tim Texas Einstieg, darf ich gleich zum Punkt kommen? Großartig, kann ich Ihnen sehr empfehlen. Und dann geht es zum Beispiel weiter und seither sagt der Peter sowas wie,
Ja, Frau Kundin, Herr Kunde, ich habe gesehen, Sie sind im Bereich Business Training sehr umtriebig und machen da auch viele Veranstaltungen. Und ich habe so den Eindruck gewonnen, dass Sie großen Wert legen auf einen professionellen Auftritt. Dann wird das Gegenüber höchstwahrscheinlich sagen, ja, aha, und das Gefühl haben, der interessiert sich für mich, das ist individuell. Dann könnten Sie zum Beispiel weitergehen und sagen, sehen Sie, und genau deshalb rufe ich Sie heute an, weil ich möchte Sie gerne persönlich kennenlernen. Aber nur, wenn das für Sie wirklich Sinn macht. Und dazu, um das herauszufinden, habe ich jetzt zwei kurze Fragen. Einverstanden? Wenn der Peter das so gemacht hätte, dann hätte mein Interesse gewonnen. Und dann hätte ich mir gedacht, wow, was kommt jetzt? Sie sehen schon, der Unterschied zwischen Technik 1 und Technik 2, der ist groß, weil die Wirkung einfach ganz eine andere ist. Und da waren jetzt schon einige Tipps drin, die Sie sich gerne mitnehmen können. Wichtig also ist, in der Akquise darauf zu achten, dass Sie sich sozusagen einen Fahrplan zurechtlegen. Anderes Beispiel, ich komme ins Gespräch mit einem plastischen Chirurgen und er erzählt mir so, ja, es ist total spannend, Frau Agerschandl, weil im Vergleich zu anderen Kollegen habe ich so das Gefühl, mein Terminkalender ist nicht so voll. Und manchmal, ich weiß nicht warum, kommen Kundinnen und Kunden eher verunsichert zu mir. Ich habe natürlich nicht genau gewusst, wo jetzt der Fehler lag oder wo das Thema ist. Deshalb mache ich dann in solchen Fällen zum Beispiel ein Training on the Job. Vielleicht kennen das einige. Training on the Job bedeutet, ich komme zum Kunden hin und stehe so daneben, begleite Kunden, echte Kundengespräche, bin so stilles Mäuschen und mache mir meine Notizen. Also da begleite ich Bankberater in der Bank, Immobilienmakler bei der Besichtigung und vieles mehr. Und hier bei den plastischen Chirurgen sitze ich zum Beispiel dabei und kriege so ein Gefühl im Warteraum, wie wird denn miteinander kommuniziert im Verkauf oder auch in der Terminvereinbarung. Und ich habe dann beobachtet, dass die Damen ein Schema einsetzen bei der Terminvereinbarung. Die sagen dann nämlich, zum Beispiel am Telefon mit dem Kunden, sagen die dann sowas wie, ja, liebe, übrigens, das war, muss ich dabei kurz erzählen, das war ein Learning für mich, beim plastischen Chirurgen ist es absolut verpönt, am Telefon den Namen des Kunden zu nennen. Naja, ist ungeschickt, wenn ich sage, ja, Frau Lugner, sehr gerne, kommen Sie vorbei für die Bauch. Also, das heißt, das mache ich in diesem Fall nicht, war auch für mich ein spannendes Learning, sondern die Frage beim Termin war dann zum Beispiel so, dass man sagt, ja, sehr gerne, Sie möchten vorbeikommen, wir haben eh sehr viel frei, wann passt es denn für Sie am besten, wir richten uns da ganz nach Ihnen. Finde den Fehler. Wir haben eh fast alles frei, wie klingt das? Also wenn Sie jetzt eine Bauchdeckenstraffung machen möchten, was hätten Sie jetzt für ein Gefühl, was die Kompetenz des Arztes anbelangt? Also mir persönlich, mir würde es da alles zusammenziehen. Und das haben wir herausgefunden. Die Mädels waren sich dessen einfach nicht bewusst, welche Konsequenzen und welche Wirkung ihre Worte hatten. Und ich habe ihnen dann ein Prinzip gezeigt in unserem Coaching, das heißt, verknappen motiviert. Und dieses Prinzip umgesetzt lautet dann zum Beispiel so, und ich bin überzeugt davon können Sie auch Gebrauch machen. Also umgesetzt heißt es dann so, und die Damen haben das dann einfach anders kommuniziert mit, sehr gerne, Sie möchten zu uns kommen, ich schaue mal nach, wann ich Ihnen einen Termin anbieten kann. So, Montag ist schon ganz zu, ich sehe am Dienstag, da haben wir noch was frei. Da kann ich Ihnen 13 Uhr zum Beispiel anbieten. Passt das für Sie? Damit zeige ich, ich bin gefragt. Bei mir ist nicht alles frei, suchen Sie sich was aus. Nein, sondern ich gebe die Termine vor. Natürlich kann ich mich nachrichten, nach den Kunden wünschen, aber das jetzt umgesetzt war verknappen motiviert. Das ist so ähnlich wie, Sie gehen in ein Kaufhaus rein und die Chips da drinnen oder auch das Klopapier ist weg. Was wollen Sie jetzt am ehesten? Genau das. Das haben wir auch kürzlich erlebt. Ja? So. Ein anderes Beispiel, Friseure. Ich liebe ja Friseure, ja. Und das waren auch, ich habe wunderschöne Trainings mit Friseuren gemacht. Und der Friseur hat folgendes Anliegen mal so generell. Der macht die Dienstleistung, Haare schneiden, waschen, föhnen. Und das ist ja bei Kindern teilweise echt günstig. Also das kostet teilweise 5, 10 Euro. Was kostet ein Männerhaarschnitt bei Männern? 35 Euro circa, ja. Bei Frauen kann ich schon etwas mehr verdienen. Aber denen ist natürlich auch wichtig, dass sie den Verkauf steigern. Und das gelingt am leichtesten über Cross-Selling. Das heißt, mehr Verkauf durch Zusatzprodukte. Wie das gelingt? Naja, einfach ansprechen. Dann möchte ich ein Shampoo, Conditioner, Pflege, Haarserum, alles, das volle Programm am liebsten verkaufen. Und ich habe dann mir mal so ein Bild gemacht, um zu sehen, wie machen das denn die Mädels? Also meistens Mädels, es waren ganz selten Männer dabei. Und da muss man eines dazu sagen, Friseure sehen sich selbst ja nicht als die klassischen Verkäufer,
sondern als die Kreativen, die Künstler. Die wollen teilweise gar nicht verkaufen, ja, weil sie sehen das nicht als ihren Job. Bei Unternehmerinnen ist es oftmals anders, die wollen natürlich. Ja. Die Frage ist, wie mache ich es? Und ich habe hier zum Beispiel beobachtet, dass sehr viele Friseure einer Technik folgen, die zu 3/4 ungefähr so klingt, nämlich nach dem Handschneiden, Waschen, Föhnen, war so am Ende des Kundengesprächs, wenn die Frisur schon fertig ist, ja, war so die Frage der Friseurin, ja, liebe Kundin, also toll, wenn Sie da ja, zufrieden sind damit, wie schaut es denn aus? Wollen Sie vielleicht noch irgendein Shampoo oder irgendwas anderes dazu haben oder haben Sie eh alles zu Hause und sind gut versorgt? Wie würden Sie jetzt auf diese Frage so antworten? Eher ja oder eher nein? Die Erfahrung hat gezeigt, die Kunden sagen, na, habe ich eh zu Hause. Weshalb? Weil das die Frageformel ist. Ja? Wenn ich sage, brauchen Sie noch ein Shampoo oder irgendetwas anderes, da liegt schon mal der erste, ja, die erste Hürde, also nicht irgendetwas anderes, ist, vielleicht kann ich das noch attraktiver gestalten. Und dann in der Alternativfrage die zweite Option anzubieten, die sozusagen ein Exit ist, und dann zu sagen, oder haben Sie eh alles zu Hause und sind versorgt? Damit leiten Sie Ihr Gegenüber automatisch wohin? Alternative A oder B zu B. Und das ist ganz schön spannend. Das heißt, wenn Sie was anbieten wollen, dann zeigen Studien, auch bei gleichbleibenden Produkten zum Beispiel, dass zu 30% häufiger die Variante B verkauft wird. Spannend, oder? Also die Frage, wie können Sie das einsetzen? Die Friseurinnen haben das dann zum Beispiel so gemacht. Ich bin mit ihnen hergegangen und wir haben in einem Training, ja, das ist, geht jetzt natürlich nicht ganz schnell, ja, wir haben das nicht intus in 10 Minuten. Wir haben daran gearbeitet, es waren ein paar Trainingstage, die wir in verschiedenen Filialen umgesetzt haben und ich habe mit ihnen zum Beispiel die Power-Selling-Dreisatz-Argumentation ausgearbeitet. 3 Sätze, kurz und knackig, um zu verkaufen. Und ich zeige Ihnen gleich eine Variante. Sie dürfen inzwischen ruhig mal überlegen oder so ein Gefühl dafür kriegen, wie würden Sie denn darauf jetzt antworten? Stellen Sie sich vor, Dame, nicht nur Haare geschnitten, sondern dann auch frische Farbe rein und am Ende sagt die Friseurin dann, ja, am Anfang Power Statement, dann kommt die Triade an Kundennutzen, das hat ja total gefehlt vom Produkt und die Frageformel, die Frage, die zeige ich Ihnen, die hat dann zum Beispiel so ausgesehen. Bitte überlegen Sie ruhig, wie würden Sie intuitiv darauf antworten. Ja, liebe Kundin, super, dass Sie zufrieden sind mit dem Haarschnitt. Farbe ist ganz toll. Und damit Sie da auch länger eine Freude damit haben und die Farbe nicht so schnell verblasst, Frage, was möchten Sie denn eher? Brauchen Sie nur das Shampoo oder noch besser gleich die perfekte Pflege für Ihr Haar auch dazu? 2 Wochen später kriege ich einen Anruf von der Filialleiterin, weil ich sage, bitte gebt mir unbedingt Bescheid, wie ist es denn gelaufen? Und die Filialleiterin ruft mich an und sagt, wow, also wir haben wirklich gezweifelt dran, haben die 3-Satz-Power-Selling-Formulierung trotzdem angewendet und auf einmal sind lauter Silvia-Effekte passiert. Ich frage nach, was ist ein Silvia-Effekt? Ja? Und dann sagt sie, ja, die Kunden haben gekauft. Die haben das gar nicht glauben können. Und das Spannende war, dann frage ich, ja, wie viel mehr habt ihr denn geschafft? In diesen knapp 2 Wochen, es waren 10 Tage, haben sie einen Umsatzplus von 133% geschafft. Wow, oder? Also ganz ehrlich, da war ich sogar selbst positiv überrascht, weil 133 ist wirklich viel. Die Frage ist einfach, was und wie können wir das kommunizieren? Und Sie waren sich dessen nicht bewusst, was Ihre Kommunikation bewirkt in der Variante Nummer 1. Fragetechniken, ist doch klar, es hat ja nicht jeder von uns Kommunikationswissenschaften studiert. Woher sollen wir das denn wissen? Ja, Sie, liebe Unternehmerinnen und Unternehmer, Sie sind heute beim Webinar und Sie bekommen, ja, Sie haben schon vorab fantastische Tipps bekommen und jetzt gibt es natürlich auch Verkaufstipps und das ist einer der Wege, wie Sie an frisches Wissen gelangen. So, also das dazu. Und wir sprechen ja heute auch schon die ganze Zeit davon, das war auch meine ursprüngliche Frage, was machen jetzt denn eigentlich richtig erfolgreiche Menschen anders als das Mittelmaß und der Durchschnitt? Und da habe ich jetzt eine liebevolle Aufgabe für Sie. Denken Sie jetzt mal bitte an eine erfolgreiche Person. Wen auch immer. Sie können die Person persönlich kennen oder aber auch nicht. Eine erfolgreiche Person. Und überlegen Sie bitte 3 Begriffe, die Ihnen jetzt zu dieser Person einfallen. Egal welche.
Und schreiben Sie diese drei Begriffe bitte jetzt nieder und geben Sie diese ein in Ihr Fragefenster. Also entweder hier, hier oder vielleicht haben Sie sie unten. Ja? In Ihr Fragefenster. Was zeichnet eine richtig erfolgreiche Person aus? Vielleicht kennen Sie sie oder aber auch nicht. Drei Dinge, die Ihnen jetzt sofort am ersten in den Sinn kommen. So, ich schaue jetzt schon mal rein hier. Fragen, welche hier? Ja, was hier reinkommt. Ich möchte Ihnen dann nämlich gerne was zeigen. So, liebe Technik, Andreas. Ah ja, okay. Gut, da trudeln jetzt schon die ersten Fragen rein. Liebe Technik, Andreas, wie viele Personen haben wir eigentlich im Moment online? Knapp 700. Knapp 700, okay. Ja, also die Fragen im Anschluss, wenn du knapp 700 Fragen kommen, ja gerne, wir freuen uns, wir sammeln sowieso alle Fragen. Die, die sich dann in den 10 Minuten im Anschluss nicht mehr ausgehen, kein Problem, ich biete Ihnen gerne an, dass man die Fragen dann auch noch weiter in den Wissensnuggets über den YouTube-Channel einige ausgewählte beantworten. So, jetzt bin ich aber gespannt, wir haben ja gesagt, wir schauen uns an die drei wichtigsten Begriffe. Was zeichnet eine erfolgreiche Person aus? So, okay, super. Na bitte, wow, ja, da trudelt die Antwort rein. Schön, okay. Schauen wir uns das mal an. Es gibt nämlich ein sehr einfaches und wunderschönes Modell, das, finde ich, wirklich sehr, sehr, sehr gut trifft. Und das möchte ich Ihnen jetzt zeigen. So, wir gehen da wieder zurück in die PowerPoint-Präsentation. So, Sie können mir inzwischen Ihre Fragen ruhig durchschicken. Ich sehe die alle, das ist perfekt. Ja, schauen wir uns dann an. Diese drei wichtigen Dinge, wenn wir uns anschauen, nämlich den Erfolg. Der beruht auf drei unterschiedlichen Säulen. Und ganz vereinfacht kann man die wie folgt zusammenfassen. Das erste ist, ich brauche mal irgendetwas, das ich gut kann. Also zum Beispiel ein Architekt, der sollte gut zeichnen können. Der kann irgendetwas gut. Das zweite ist, ich brauche neben dem Können auch ein Wissen. Das heißt, dieser Architekt, wenn der toll zeichnen kann, aber von Kniestock, hat er keine Ahnung, noch nie was gehört, dann hat er natürlich ein Problem. Ja? Das heißt, er sollte auch irgendwas wissen. Er muss nicht unbedingt studiert haben, aber er braucht ein Wissen. Und dann die dritte Säule ist die innere Einstellung, die Haltung dazu. Und da ist, naja, ja, fühlt er sich wohl in den Job, macht er den gerne oder aber nicht. Und wenn wir uns jetzt diese drei Säulen nochmal ganz gezielt anschauen, dann ist so die Frage, in welcher dieser Säulen fühlen auch Sie sich, fühle ich mich, wo am wohlsten? Und wir können das später dann auch sehr, sehr gerne bemessen. Und ich schlage vor, wir schauen uns jetzt mal Folgendes an, nämlich Sie haben mir ja Antworten gegeben. In diese Antworten gehe ich jetzt mal rein und ich zeige Ihnen gleich was, ich habe da was vorbereitet. Ich habe jetzt diese Säule hier nochmal ausgedruckt, damit Sie sie gut sehen können. Und ich schaue jetzt rein in die Fragen und wir gehen das mal kategorisch durch und Sie können mir bitte ruhig helfen, diese zuordnen zu können. Also, das eine, was hier steht, ist, die Person sollte, wo fangen wir an? Es sind so viele Antworten reingetrudelt, ja, von den 700 Teilnehmern, das ist super. Schauen wir es uns an. Hier steht zum Beispiel, die Person ist selbstbewusst. Selbstbewusst. Ist es eine Könnensgeschichte, Wissen oder Einstellung? Selbstbewusstsein ist ein Thema in der Einstellung. Die Person ist mutig. Ja, erfolgreiche Menschen sind mutig. Wohin gehört Mut? Können, Wissen oder Einstellung? Einstellung, oder? Mutig sein. Die Person ist fleißig. Wohin gehört der Fleiß? Ist es eine Frage des Könnens, des Wissens oder Einstellung? Gehört auch hierher, oder? Okay. Dann selbstsicher, Selbstsicherheit. Wohin gehört Selbstsicherheit? Können, Wissen oder Einstellung? Selbstsicherheit, vielleicht habe ich das einmal, vielleicht habe ich das einmal gewusst oder weiß, erlernt, wie mache ich es, dann weiß ich es. Aber es ist natürlich auch eine Frage der Einstellung. Dann mit Leidenschaft dabei sein. Wohin gehört die Leidenschaft? Eindeutig Einstellung. Andere mitreißen können. Okay, mitreißen können, diese Fähigkeit, wohin gehört es? Können, Wissen oder eine? Ach hier, ja. So, meine Damen und meine Herren, wir könnten jetzt weitermachen, aber ich kann Ihnen eins verraten. Die Tendenz, die ist schon jetzt sehr, sehr gut erkennbar. Das Wichtigste,
Auf diesen drei Säulen, die wir da hinten oben haben, die Sie sehen, das ist die innere Einstellung, Ihre Haltung. Ich möchte nicht sagen, dass die anderen unwichtig sind, nein. Aber wenn Ihre innere Einstellung positiv ist und Sie sagen ja, ja, und Sie erfüllen diese Dinge da, dann ergibt sich das Wissen und das Können von ganz allein, das verspreche ich Ihnen. Und das Spannende ist, dieses, weil wenn wir uns diese einzelnen Punkte anschauen, stellen Sie sich mal vor, Sie haben auf der Könnensebene ein Defizit. Also sagen wir mal, wir haben es mit einem Webdesigner zu tun. Und dieser Webdesigner, der hat die innere Einstellung, dass er sagt, wow, ich liebe diesen Job. Der weiß auch extrem viel zu dem Thema. Und was das Können anbelangt, da hat er ein Defizit, nämlich ganz am Ende, jedes Mal, wenn es in die Abschlusssequenz reingeht, traut er sich nicht, den Sack zuzumachen. Der Webdesigner fängt auf einmal an im Verkaufsgespräch und zerredet den Abschluss. Übrigens ein Grund, einer der Hauptgründe, warum Abschlüsse scheitern. Das zu Tode reden am Ende und nicht gezielte Abschlussfragen stellen. Was muss also jemand machen, wenn er hier auf der Könnensebene ein Defizit hat? Und wie erfolgreich wird er sein? Der kann schon erfolgreich sein, aber er muss, wenn er hier ein Defizit hat, üben, 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 üben. Ganz klar. Stellen Sie sich jetzt mal vor, wir haben eine Kosmetikerin. Die Kosmetikerin kann fantastisch mit Frauen umgehen, die kann fantastisch alles machen. Sie hat doch die Einstellung, wow, das ist mein Traumjob. Aber im Wissen, da weiß sie nicht genau, welche Substanzen darf sie wie mit der Haut in Verbindung bringen und wie funktioniert das eigentlich genau mit den Masken. Ja? Da fehlt ihr Wissen. Was kann sie machen, um das zu kompensieren? Genau, sie kann hier einfach lernen, Ausbildungen besuchen, Zertifizierungen machen, Kurse. Sie kann sich einen Trainer, einen Coach nehmen, der ihr dieses Wissen einfach gibt. Oder eine Kollegin oder einen Kollegen. Und jetzt stellen Sie sich vor, da hinten bei der Einstellung, ja, wir haben jemanden, zum Beispiel eine Immobilienmaklerin, ja, die kann wirklich fantastisch nicht nur Immobilien herzeigen, sondern die kann einfach auch wirklich gut verkaufen. Sie weiß auch viel, weil sie das von den Eltern und der Generation davor einfach immer mitbekommen hat. Das heißt, sie hat diesen Fundus an Wissen einfach schon sehr früh aufgebaut. Und innerlich, in der Einstellung, denkt sie sich, Makeln. Geht gar nicht. Eigentlich wäre ich viel lieber Schauspielerin. Wie erfolgreich wird diese Person sein? Genau, gar nicht. Und wissen Sie, warum ich das so genau weiß? Weil ich das war. Und ich habe tatsächlich, das ist absolut in die Hosen gegangen. Ich wollte partout diesen Beruf nicht ausüben damals und es ist auch wirklich in die Hosen gegangen. Ja? Ich kann mich noch erinnern, mein Chef hat damals angerufen und gesagt, also Frau Schandl, das geht nicht. Das geht nicht. Sie rufen die Kunden viel zu spät zurück. Sie machen gar keine Besichtigungen, auch nicht am Bau. Ich wollte einfach nicht. Und das hat man gemerkt. Da hat das Können. Da kann ich Können, was auch immer. Ja? Wissen, 1A, alle Zertifikate. Aber wenn die innere Einstellung hackt, dann werde ich die PS nicht auf die Straße bringen. Und jetzt so die spannende Frage. Mal angenommen, Sie könnten sich selbst in diesen drei Säulen bewerten, von 1 bis 100%. Wie sehen da die Zahlen aus? Ja, wie schätzen Sie sich ein? 1 bis 100 im Können, Wissen und in der Einstellung. Das können Sie dann später gerne für sich beantworten. Das nächste ist, um diesen Erfolg dann tatsächlich umzusetzen und auch zu leben, muss ich es natürlich auch tun. Weil es nur zu wissen in der Theorie ist natürlich zu wenig. Ich brauche da schon die Praxis auch dazu. Oder aber, was ich auch zum Beispiel in einigen Berufen erlebe, ist, dass junge Talente, die wissen das, die können das, die wollen unbedingt, aber sie dürfen noch nicht. Die haben zum Beispiel in der Bank noch nicht das Pouvoir frei, dass sie darüber entscheiden dürfen, wie viel Geld der Kunde bekommt. Ja? Und wenn ich etwas nicht tun darf, aus welchen Gründen auch immer, dann führt das manchmal auch zu Frustration, auch im Verkauf. Deshalb das auf jeden Fall auch wichtig zu beachten. So, und von der Einstellung kommen wir jetzt zu einem, nämlich Kunde ist König. Kennen Sie ganz bestimmt auch, oder? Und jetzt interessiert mich mal, also die Aussage Kunde ist König, total spannend. Sie sehen hier auch die Krone. Und liebe Technik, jetzt möchte ich gerne die Frage auch an Sie weitergeben. Nämlich, mich interessiert, ist auch Ihr Kunde König? Sagen Sie, ja schon, auf jeden Fall. Ja, das steht bei mir im Mittelpunkt, also bei uns, ja, ist der Kunde König, eher ja. Oder sagen Sie, nein, also bei uns ist der Kunde nicht König. So,
Der Andreas von der Technik hat zu mir gesagt, Silvia, unbedingt mindestens 30 Sekunden Zeit geben. Ja, das kriegen Sie hiermit jetzt. Bitte überlegen Sie für sich, nämlich ganz kurz eben die Frage, ist bei Ihnen in Ihrem Unternehmen, in Ihrem Business der Kunde auch König? Eher ja oder eher nein? So, okay, wow. Ja, Sie sehen, wir sehen jetzt schon alle die Einblendung. Das Spannende ist, ich hätte gewettet, ja, dass es 80% machen, weil auch bei der Keynote kommt meistens raus 80%. Ja sagen, Kunde ist König, zu 79% und nur 21% sagen, nein, bei mir ist der Kunde nicht König. So, an alle 79%, die jetzt gesagt haben, ja, bei mir ist der Kunde König, kurze Frage, wenn Ihr Kunde König ist, wer sind dann Sie? Das Fußvolk, der Diener, der Hofnarr, das Proletariat? Das ist schon krass, oder? Wenn Sie leben, Kunde ist König, dann katapultieren Sie den Kunden doch nach oben in den Hochstatus. Das bedeutet aber automatisch, wenn der da oben ist, dass Sie da unten stehen. Sind Sie wirklich weniger wert als der Kunde? Und deshalb bin ich felsenfester Überzeugung, diese Aussage ist Bullshit. Vielleicht sind Sie jetzt schockiert, ich möchte es gern aufklären. Kunde ist König. Überlegen wir mal ganz kurz, wir sind ja hier in Österreich, ja? Wann hatten wir denn eine König- und Kaiserzeit? Das ist über 100 Jahre her, also ganz genau zu sein, 101 Jahre. Damals gab es einen König. Aber ganz ehrlich, Verkauf geht heute anders. Die Kunden wollen gar nicht mehr hofiert und das ist uninteressant für sie. Das heißt, Kunde ist König. Das ist ein totales Ungleichgewicht. Das würde bedeuten, dass Sie mit dem Kunden ungefähr so reden, ja, gestatten Sie, würden Sie eventuell, lieber Kunde, dürfte ich Sie vielleicht fragen nach Ihrer E-Mail-Adresse. Ja? Dieses Dienerhafte, ganz ehrlich, wollen Sie das? Also ich bin der Meinung, darauf können wir wirklich verzichten. Und ich sage, ich gebe Ihnen auch wirklich eines mit an die Hand. Sie dürfen ab heute nach diesem Webinar eines beherzigen. Stoßen Sie Ihre Kunden vom Thron. Ab heute. Die sollen gar keine Könige mehr sein. Ich habe was Besseres für Sie. Machen Sie sie zu Partnern. Partner nämlich auf Augenhöhe. Dann haben Sie dieses Ungleichgewicht nicht mehr drin. Und ich möchte Ihnen auch ganz kurz sagen, warum das so wichtig ist und in welcher Situation ich draufgekommen bin. Oh mein Gott, das ist echt Bullshit. Folgendes ist passiert. Ich habe mit 22 Jahren meinen ersten Lehrauftrag an der Universität Klagenfurt unterschrieben. Habe mir gedacht, ja, boah, super. War natürlich total nervös, weil ich selbst noch Studentin dort war. Ja? Und ich habe dann eine Weiterempfehlung bekommen über einen Teilnehmenden. Und da kriege ich so diesen Anruf und treffe den auch. Ja? Oh, mein erster Kunde. Der hat 3 Trainingstage bei mir gebucht. Und ich habe mir gedacht, ja, Silvia, super. Ja? Und ich war total nervös. Und dann am Ende, nachdem wir alles besprochen haben, gehe ich so zu ihm hin und nehme seine Hände und sage so, Herr Müller, wirklich, vielen Dank, vielen Dank. Danke vielmals, dass Sie dieses Training bei mir gekauft haben. Klasse, danke. Schaut er mich an und sagt, oh, Frau Schandl, Ihr Geschäft läuft aber noch nicht gut, oder? Kennen Sie so den Moment, wenn Sie mal sich wünschen, dass der Boden kurz vor Ihnen aufgeht? Das heißt, aber was habe ich gemacht? Ich habe doch nichts anderes gemacht als gelebt. Kunde ist König. Aber wissen Sie was? Das ist total nach hinten losgegangen. Stellen Sie sich mal vor, Sie gehen zu einem Arzt und dieser Arzt kommt zu Ihnen. Sie haben schwere Halsschmerzen und der Arzt sagt zu Ihnen, oh, gestatten Sie freundlicherweise, sehr geehrte Dame, dürfte ich Ihnen vielleicht ein paar Fragen stellen, damit ich herausfinden könnte, inwiefern Sie wo Schmerzen haben. Darf ich Sie ganz kurz, eventuell, falls es nichts ausmacht, Sie bitten, dass Sie eventuell ganz kurz das Shirt hinten nehmen, damit ich Ihre Lungenflügel abhören. Wie wirkt es auf Sie? Nein, den nehme ich doch nicht ernst. Ich nehme jemanden kompetent, wenn der ganz klare Ansagen macht. Und genau das wünschen sich heute auch unsere Kunden von uns. Ja, und ich schaue auf die Zeit. Wir sind jetzt tatsächlich mit diesem Impuls schon ziemlich am Ende. Aber wenn Sie jetzt sagen, sind Sie übrigens ziemlich, ziemlich am Ende, das ist ziemlich, ist auch ein Müllwort. Ja, und auch mir passieren diese Müllwörter ununterbrochen. Aber das Gute ist, wenn Sie darauf sensibilisiert sind, dann fällt es Ihnen auf. Zurück zu den frischen Inputs. Wenn Sie sagen, ich möchte mehr davon, dann liebend, liebend gerne.
Dann nämlich schlage ich vor, dass wir einfach weiterhin in Kontakt bleiben. Und nachdem wir jetzt ca. 700 Personen online haben, alle Fragen werden wir jetzt in den nächsten 10 Minuten vielleicht nicht beantworten können, aber ein paar Tendenzen oder ein paar ausgewählte Fragen, die nehme ich sehr gerne mit rein in den YouTube-Channel unter den Wissensnuggets und dann finden Sie vielleicht auch die Antwort auf Ihre Frage. Ja, ich hoffe, nein, besser gesagt, ich bin überzeugt davon, dass auch ein paar Inputs für Sie mit dabei waren. Und wenn Sie sagen, ich fand das spannend und interessant, dann freue ich mich, wenn wir weiter in Kontakt bleiben. Und an dieser Stelle darf ich jetzt gleich auch weiter übergeben an dich, liebe Bernadette, beziehungsweise die Fragen, die machen wir jetzt noch. So, ich bin schon ganz gespannt, welche Fragen gibt es denn hier noch, die Sie mir gerne stellen möchten? Ich schaue mal gleich selber rein, welche Fragen, ob ich da alle sehe. So, alle Fragen, die Sie haben, einfach gerne in den Chat rein, auch noch gerne in den nächsten Minuten. Wie gesagt, wenn wir sie nicht jetzt gleich beantworten, dann im Nachgang. Und übrigens, hier finden Sie dann auch ganz viele weitere Impulse, die vielleicht oder wahrscheinlich auch für Sie ganz interessant sein können. So, haben wir jetzt schon einige Fragen? Ich bin bereit. Liebe Silvia, ich darf mich wieder einschalten. Meine Stimme kommt aus dem Off. Super. Wir halten alle Abstände ein. Vielen Dank für deinen Input, vielen Dank für deinen Impuls. Erste konkrete Frage. Wie kann man eine kalte Kundenakquise konform mit der geltenden Datenschutzgrundverordnung durchführen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die Frage steht im Raum, darf ich das eigentlich überhaupt? Ja? Und Kaltakquise, wenn es keinen offensichtlichen Aufhänger oder einen wirklich offensichtlichen Grund gibt, dann ist es eigentlich nicht okay. Das bedeutet, dass es für uns in der Akquise umso wichtiger ist, dass wir einen Link finden, einen guten Grund, warum es okay ist, dass gerade Sie gerade den Kunden kontaktieren. Dann ist es auch in Ordnung, wenn Sie den kontaktieren. Ja, zum Beispiel dann, ja, also gibt es ja dann verschiedenste Möglichkeiten, wie Sie den kontaktieren können. Aber ja, es stimmt, da muss ich aufpassen und deshalb ist es umso wichtiger, die Hausaufgaben in der Kaltakquise ganz genau zu kennen und dann auch umzusetzen. Danke, Silvia. Gerne. Wie setzt man seine Preisvorstellung so um, dass beide Seiten mit dem verhandelten Preis zufrieden sind? Also der Kunde, der unter Anführungszeichen drückt, ihn nicht zu verärgern, aber selbst mit einem wertschätzenden Preis auszusteigen. Okay, super Frage, ja. Diese Frage mit dem Preis ist eine ganz knifflige. Kunden fangen vor allem dann an zu drücken und zu pressen und dann zu kommen mit der Rabattfrage, wenn sie es gewohnt sind. Und ich empfehle Ihnen an der Stelle auch gleich eines. Passen Sie auf mit dieser Rabattfrage. Weil wenn Sie einmal, oder Rabattfrage generell mit Rabatt geben, wenn Sie nämlich einmal, und ich komme Ihnen, ich bin vor ein paar Wochen, bevor Corona kam, ja, gehe ich ins Brillengeschäft. Und super Beratung, der hat das wirklich toll verkauft. Der hat nur einen Fehler ganz am Ende gemacht. Der hat am Ende gesagt, ja, und statt 590 Euro machen wir eine gerade Summe 500. In der Sekunde fühle ich mich veräppelt. Dann nehme ich den Preis gar nicht ernst. Das heißt, ich züchte mir dadurch sogar unzufriedene Kunden, wenn sie einmal anfangen mit dem Rabatt. Das ist echt gefährlich. So, das bedeutet, wenn Sie jetzt also einen Kunden haben, der aber unbedingt draufdrückt und unbedingt sagt, ja, aber es ist noch immer zu teuer, dann empfehle ich Ihnen eines. Schauen Sie, dass Sie von Ihrem Produkt, das Sie verkaufen, preislich nicht runtergehen. Weil wenn Sie jetzt anfangen mit, ja, ich gebe Ihnen 10%, was verlangt er dann beim nächsten Mal? Ja, genau. Dann will der 15 oder 20, ja. Und immer mehr. Das ist wirklich ein Problem. Das heißt, am besten ist, Sie stehen zu Ihrem Preis selbstbewusst, was Sie machen können, ist, Sie bieten ihm darüber hinaus noch irgendetwas zusätzlich an. Also, wenn Sie Möbel verkaufen, dann geben Sie den Luster oben drauf, der ihm gut gefallen hat, wenn das jetzt preislich in Ordnung ist, ja, und ungefähr dem entspricht, was Sie sich vorstellen können, ihm entgegenzukommen. Oder dann handeln Sie irgendetwas anderes aus. Also, ich mache das zum Beispiel auch. Ich habe meinen Preis. Wenn mich jemand fragt, Frau Gaschandl, gibt es auch günstiger? Dann sage ich in dem Fall, nein, nicht für diese Leistung. Eine geschickte Frage wäre dann zum Beispiel auch, wenn Sie dieses Angebot vor sich haben, also das Leistungsangebot, bam, 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 und der Kunde sagt, ja, er möchte unbedingt einen günstigeren Preis, dann könnten Sie rein theoretisch auch die Frage stellen, okay, wenn Sie am Ende hier einen günstigeren Preis haben wollen, Frage, worauf im Angebot
Hier oben möchten Sie gerne verzichten, damit sich der Preis da unten verändert. Sehr elegante Variante. Ja? Dann wird er wahrscheinlich sagen, naja, gar nicht. Ja? Also, das ist eine Option. Oder aber Sie geben ihm irgendeinen Benefit, irgendetwas zusätzlich obendrauf, das Ihnen nicht wehtut. Aber meine Empfehlung ist wirklich, stehen Sie und halten Sie vor allem Ihren Preis. Ist auch unfair den anderen gegenüber. Stellen Sie sich vor, die kommen dann ins Gespräch, ja, und der eine Kunde weiß, er kriegt ihre Dienstleistung, ihr Produkt um ganz einen anderen Preis als der andere. Ist ja eigentlich unfair, oder? Frage beantwortet? Dankeschön. Gerne. Das war ziemlich klar beantwortet. Schön. Was sind gezielte Abschlussfragen? Super Frage. Okay, also eine Abschlussfrage, die ich total gern mag. Also übrigens, je kürzer, desto besser. Je kürzer das, und ganz wichtig auch, die Frage ist toll, ganz wichtig auch bitte, auf wie viele Ja-Signale Ihres Kunden warten Sie? Wenn der eh schon da vorne steht und nickt, der muss nicht 20 Mal den Wackeldackel da vorne machen. Wenn Sie merken, der hat angebissen am Köder, dann warten Sie beim Angeln ja auch nicht noch 10 Minuten länger. Ja, weil sonst ist er vielleicht weg, der Fisch. Und gleich wie beim Angeln ist es auch wichtig, sobald der Kunde angebissen hat und der Köder hat gefruchtet, dann ziehen Sie den raus. Und eine Frage lautet zum Beispiel, die ich klasse finde und mit denen auch viele Coaches super arbeiten können, ist, sagen Sie, lieber Herr Kunde, ab wann wollen Sie gerne davon profitieren? Ja, also sofort rein in den Abschluss. Ab wann wollen Sie gerne Ihre Familie optimal abgesichert wissen? In der Versicherungsbranche zum Beispiel. Oder was auch so ein Signalabschluss ist, übrigens Signalabschluss, angenommen Ihr Kunde sagt, naja, das ist nicht schlecht, ja, klingt ganz gut. Dann können Sie jetzt zum Beispiel genau dieses Signal aufschnappen und sagen, okay, Herr Kunde, Sie sagen, das klingt ganz gut, naja, machen wir's. Ab wann wollen Sie denn gern loslegen? Merken Sie? Also Sie brauchen gar nicht lange darauf warten, sondern das, was da ist, sagt zu und dann Abschlussfrage stellen und fertig. So, noch eine Frage. Aus deiner Erfahrung, welche sind die drei Top-Fehler, die erfahrene Verkäufer machen? Also gerade jetzt ganz aktuell, viele Verkäufer, vor allem jene, die ganz viel wissen, lang studiert haben, die lang im Geschäft waren, ja, da erlebe ich, ich habe jetzt gerade einen Coach bei mir, der ist Immobilienmakler. Und am Ende, das ist wirklich gefährlich, ja, will er seinen Kunden überzeugen, aber was er macht ist, er überredet seinen Kunden. Und es ist ganz wichtig, hier fein zu unterscheiden, wann überrede ich und wann überzeuge ich. Weil einer der Top-Abschlussfehler schlechthin, Nummer eins ist, am Ende trauen sich viele nicht, die Initiative sofort zu ergreifen und sofort in den Abschluss reinzugehen, sondern die fangen an und gehen nochmal in Einzelheiten rein. Sagen, ja, also ich fasse nochmal zusammen, also wir haben jetzt besprochen. Und dann dreht sich irgendwie, und es ist ein Loop, und die kommen aus diesem Loop gar nicht mehr raus. Das heißt, haben Sie den Mut, ganz knackig zu sein. Erstens, rasch Abschluss. Zweitens, was auch so eine Sache ist, Sie müssen Ihren Kunden nicht ausbilden auf der Wissensebene. Das heißt, sagen Sie dem nur das, was für ihn wirklich interessant ist. Und ganz wichtig ist auch, was ich erlebe in Verkaufsgesprächen, häufig ist es ein Monolog. Überlegen Sie mal, wenn Sie Verkaufsgespräche führen, wer spricht wie viel in Prozent? Ist es 50-50? Also wahrscheinlich ist es eher so, dass der Verkäufer viel mehr spricht. Und häufig erlebe ich, dass es 80-20 ist. Der arme Käufer, ja, der wird niedergequasselt. Ideal ist es, wenn Sie schauen, dass der Gesprächsanteil mindestens gleich ist und am besten noch viel höher. Das heißt, idealerweise drehen Sie vielleicht diese 80-20 sogar um. Je besser Sie den Kunden seine Bedürfnisse, seine Wünsche, seine Probleme kennen, desto maßgeschneiderter können Sie denn auch adäquat ein Angebot auf dieses Bedürfnis ganz konkret schnüren und ihm anbieten. Dankeschön. Wie komme ich aus dem Rabattfehler wieder heraus? Gute Frage, ja. Also Sie haben die Kunden vielleicht schon verzogen, wenn wir zu lange mit dieser Rabattgeschichte gearbeitet haben. Was ich hier brauche in der Situation, wenn ich nicht mehr weiter diese Rabattgeschichte, dieses Rabattspiel spielen möchte, ist eine ganz lupenreine, klare Positionierung inklusive einer Begründung. Also, warum ist ab sofort Ihr Preis ein anderer und vor allem warum? Und idealerweise, man hat auch herausgefunden, ja, was ist so die ideale Anzahl an Argumenten. Also möglicherweise, es reicht manchmal ein klares, starkes Argument. Und wenn es Ihnen hilft, dann nehmen Sie drei Argumente. Und übrigens, apropos Preis und so,
Wann haben Sie das letzte Mal eine Preiserhöhung gemacht? Ich empfehle Ihnen, das regelmäßig zu tun. Weil auch das ein Zeichen von Qualität ist. Ja? Verstehen Sie sich vor, Sie haben 10 Jahre denselben Preis. Also, das geht sich für Sie wirtschaftlich am Ende vielleicht gar nicht aus. Ja? Und das ist auch ein Zeichen des Wachstums. Und wenn Sie das gut begründen können, dann machen Sie das gern. Ich kann mir erinnern, ich habe vor 10 Jahren einen komplett anderen Preis und Tagsatz gehabt als heute. Und ich kann das gut begründen. Und wenn Sie auch viele, viele Gründe haben, Vorsicht, das ist nämlich auch ein ganz ein wichtiger Punkt, nicht den Kunden überreden. Das heißt, wenn Sie 10 Gründe haben, sagen Sie ihm bitte nicht 10 Gründe. Das ist wirklich ein Überreden, Vorsicht, gleicht einem Überrollen versus einem Überzeugen. Also je selbstsicherer Sie Ihren Preis präsentieren, desto leichter und desto eher wird der Kunde ihn auch akzeptieren. Wir gehen ganz an den Anfang eines Verkaufsgesprächs. Ja. Welche Begrüßungsformel ist die beste? In einem persönlichen Verkaufsgespräch oder am Telefon? Nehmen wir persönliches Verkaufsgespräch. Also welche, schauen wir uns mal das persönliche Verkaufsgespräch an. Welche Begrüßungsform ist die idealste? Also das kommt jetzt auch darauf an. Ja? Haben Sie eine Dienstleistung, fahren Sie hin zum Kunden, kommt der Kunde zu Ihnen, findet der Erstkontakt vielleicht am Telefon statt? Egal. Das Erste, dieser erste Moment, der ist der Emotion gewidmet. Das bedeutet, wenn Sie das erste Mal auf Ihren Kunden zukommen, vergessen Sie alles Sachliche, vergessen Sie alle Zahlen, Daten, Fakten. Was jetzt zählt ist, das ist ein Gespräch zwischen Mensch und Mensch. Das heißt, schauen Sie, dass Sie hier mit einer positiven Energie reingehen. Also sowas wie, falls Sie sich zurückerinnern oder falls Sie dieses Webinar jetzt auf Video nochmals anschauen, können Sie sich erinnern, was meine ersten Worte heute waren? Ich habe zum Beispiel zu Ihnen gesagt, ganz am Anfang, wie schön, dass wir uns heute sehen. Das ist ein sehr eleganter Einstieg. Den können Sie übrigens am Telefon auch natürlich dann leicht abgeändert verwenden. Oh, wie schön, dass wir uns heute persönlich hören. Klasse, Sie zu hören. Schön, Sie kennenzulernen. Das geht übrigens per E-Mail auch wunderbar. Und natürlich face-to-face, wenn Sie dem Kunden direkt gegenüber sitzen. Das bedeutet, ich empfehle Ihnen, ganz am Anfang zu investieren in die persönliche Beziehung mit dem Kunden. Noch eine spannende Frage. Ja, her damit. Ich habe ein physisches Produkt für Einzelhändler. Ja. Wie verkaufe ich, wenn es schon zahlreiche Lieferanten gibt, aber ich nur dieses eine Produkt habe? Wie verkaufe ich, wenn ich zahlreiche und ich nur dieses eine Produkt habe? Also, da bräuchte ich jetzt noch mehr Fleisch dafür. Wie verkaufe ich? Also ganz wichtig ist zu egal welchem Produkt, für Sie selbst muss ganz klar sein, was sind die 10 attraktivsten Gründe? Warum soll der Kunde genau mein Produkt kaufen? Und da möchte ich Ihnen gerne eins mitgeben. Schauen Sie bitte drauf, dass Sie kundisch sprechen. Was meine ich damit? Ganz einfach, präsentieren Sie all Ihre Produkte, egal ob das eine Dienstleistung oder ein Produkt ist, bitte in Kundensprache. Das bedeutet, übersetzen Sie es. Also zum Beispiel Produkt dieser Laptop hier, ja, ich habe den gekauft. Der hat, also ich bin technisch gar nicht versiert, ja, aber angenommen, der hat 7,8 Gigahertz und 3000 Pixel, bla bla bla. Das sind Zahlen, Daten, Fakten, das verstehe ich nicht. Das ist nicht kundisch. Aber wenn ich sage, Volker Schandl, dieses Gerät wiegt nur 0,9 Kilogramm. Das bedeutet, Sie kommen den ganzen Tag damit aus und können das bequem in Ihre Handtasche tragen. Dann verstehe ich das. Das bedeutet, die Kennzahlen, die Ihr Produkt hat, egal ob das ein Shampoo ist oder was auch immer, oder eine, egal, übersetzen Sie es bitte in kundisch. Und damit meine ich auch, dass Sie zum Beispiel in der Wortwahl ganz darauf auch Wert legen, wie sagen Sie es. Also nicht, mein Produkt kann uns, ja, sondern übersetzen Sie, mein Produkt, Sie haben davon XY oder wir stehen für. Nein, Sie profitieren bei uns von. Wir bieten. Nein, Sie bekommen. Also das meine ich mit übersetzen Sie ruhig. Ja? Statt in wir und ich biete und ich kann und das Produkt, bla bla, übersetzen Sie das Ganze in den Kundennutzen und in kundisch. Weil dann geben Sie diesen Nutzen dem Kunden sprichwörtlich in die Hand. Und das steigert wiederum Ihren Verkaufserfolg. Wir kommen in Richtung Ende und dazu habe ich noch eine gute Frage. Ja? Wie frage ich am besten, ob jemand einen Folgetermin haben möchte? nicht so. Also die beste Schlechtvariante wäre, wollen Sie einen Folgetermin haben?
Ja? Das heißt, erstens die geschlossene Frage, zweitens die Stimme geht nach oben und drittens Mimik geht gar nicht. Ja? Also besser ist eine offene Frage statt diese geschlossene, zum Beispiel im Sinne von, liebe Frau Kundin, lieber Herr Kunde, wie wollen wir denn gerne verbleiben? Das heißt, Sie werfen den Ball einfach dem Kunden zu, ja, und fragen den Kunden, wie wollen wir denn jetzt gerne verbleiben? Oder was planen Sie denn als nächstes? Was wollen wir jetzt machen? Oder wie geht's weiter? Also Sie können das ruhig dem Kunden auch zuschupfen. Ist auch sehr elegant, weil dann verkauft er sich selbst oftmals den Folgetermin, wenn ihm davor alles sauber und gut gemacht worden ist. Gibt es noch Fragen? Wahrscheinlich haufenweise, gell? Ja, weil da trudeln noch immer lauter Fragen. Ja, super. Ja, okay, perfekt. Also ich denke, wir sprengen schon langsam den zeitlichen Rahmen. Aber wie gesagt, mein Angebot gilt. Wir bleiben einfach in Kontakt. Ich freue mich riesig über Ihr Feedback zu dem Webinar oder auch zu den Tipps. Und die Fragen nehme ich gerne mit. Und Sie können diese dann gerne in den Wissensnuggets, vielleicht finden Sie auch Ihre Frage, dann beantwortet bekommen. Liebe Unternehmerinnen, liebe Damen, sehr geehrte Herren, intensive 2 Stunden liegen hinter uns. Und wir hoffen, wir konnten Ihnen nützliche Informationen und mutmachende Perspektiven vermitteln. Wie schon eingangs gesagt, freuen wir uns jetzt schon, Sie nächstes Jahr beim Unternehmerinnenkongress in Vorarlberg zu begrüßen. Der Termin schon für den Kalender 22. und 23. April 2021. Ohne unsere Sponsoren und Partner wäre unser Kongress nicht möglich. Deshalb an dieser Stelle ein großes Dankeschön. Sie sehen unsere Sponsoren eingeblendet. Als Frauen der Wirtschaft haben wir das Ziel, wir möchten Sie als Unternehmerin stark machen. Die Zukunft wird wieder viele Möglichkeiten für Mutige bieten. Denn eines ist sicher, Frauen, die unternehmerisch denken, sind die Zukunft dieses Landes. Wir wünschen Ihnen jetzt in dieser herausfordernden Zeit alles Gute. Bitte bleiben Sie gesund und wir freuen uns jetzt schon, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Wir stellen das Webinar auf unsere Website www.unternehmerin.at. Dort finden Sie auch die Folien, die Informationen, die Unterlagen von unseren Vortragenden. Ich darf mich sehr herzlich bedanken bei Silvia Agaschantl, Dani Terbo und Nina Mohimi für diesen spannenden Nachmittag. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag und alles, alles Gute. Danke fürs Dabeisein.